Eigentlich, sehr verehrte Ministerin Manja Schüle, eigentlich, sehr verehrte Frau Botschaftsrätin, eigentlich, sehr verehrte Barbara Stolberg-Rillinger, sehr verehrte Universitätspräsidenten, Universitätspräsidenten, Kolleginnen, Kollegen aus Akademien, aus Wissenschaftseinrichtungen unserer Nachbarländer, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von hier. Eigentlich wollte ich beginnen nach dieser Begrüßung und Ihnen begründen, warum die Berlin-Brandenburgische Akademie zu dieser Konstituierung des Netzwerks heute eingeladen hat und zu dieser Abendveranstaltung. Und ich hatte mir eine ganze Reihe feiner Gründe überlegt, die Sie gewiss auch überzeugt hätten. Aber ich möchte mit zwei Erlebnissen des heutigen Vormittags beginnen, mit dem Workshop, mit der Eröffnung des Workshops, mit dem wir heute die Teilnehmenden des Netzwerks und Ratgeberinnen und Ratgeber versammelt haben. Da erschien auf dem Schirm Theophil Brick von der Ukraine Global University aus einem Kellerraum und sagte: Nachdem ich hier zugehört und gesprochen habe, muss ich etwas die Stühle umdekorieren, weil noch Studentinnen und Studenten für eine Lehrveranstaltung kommen. Das war in Kiew, also einem Ort, der auch heute wieder von Bomben und Raketen angegriffen wurde. Und Herr Brick hat eine solche fröhliche Zuversicht ausgestrahlt, dass die Wissenschaft der Aggression Widerstand leisten kann, ja vielleicht sogar ein Schnippchen schlagen kann, dass es mich tief bewegt und beeindruckt hat. Und danach hat Alona Liascheva gesprochen und sie sagte ebenfalls mit einem ganz verschmitzten Lächeln: Ich sitze hier neben einem Generator, weil da der WLAN-Empfang besser ist als anderswo. Ich hätte aber für alle Fälle mein Statement auch aufgezeichnet und hätte es senden können, wenn es keine Verbindung gegeben hätte von der Taras Schewtschenko-Universität in Kiew. Man muss ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein Herz aus Stein haben, wenn man nach solchen Erlebnissen noch die Frage sich stellt, warum man sich eigentlich dort engagieren soll. Wenn man diesen energischen Kampf für die Demokratie und die Freiheit in Europa sieht und da nicht unterstützen will, dann müsste man ja die Frage stellen, warum überhaupt noch einander unterstützen in Europa? Man müsste, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein Herz aus Stein haben. Wir sind vor 30 Jahren, nächstes Jahr feiern wir Jubiläum, konstituiert worden, um Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Ost und West zusammenzuführen. Und das ist der BBAW in ihrer Geschichte hoffentlich auch mehr oder weniger gut gelungen. Wir sind als wissenschaftliche Einrichtung vor 30 Jahren konstituiert, neu konstituiert worden aus einer über 300-jährigen Institution, um Demokratie in einem wiedervereinigten Land und in einem wiedervereinigten Europa zu befördern durch wissenschaftliche Aufklärung, muss man da Fragen stellen, warum wir uns im Augenblick engagieren, wenn es um eine Auseinandersetzung zwischen Demokratie und einem totalitären Regime geht? Und wir sind nicht zuletzt durch einen Alternsforscher, Paul Baltes, darauf hingewiesen worden, dass das alles zu nichts nutze ist, wenn wir uns nicht mit jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammentun und mit und für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dieses Projekt der Aufklärung für eine demokratische Gesellschaft aus Ost und West, und das steht hier nur als Metapher, denn es geht natürlich auch, Stichwort baltische Staaten, um den nordeuropäischen Raum und Stichwort Rumänien und Bulgarien, um den südosteuropäischen Raum, also um das Zusammenwachsen eines Europa, was ohnehin durch vielfältige Beziehungen miteinander verbunden ist. Wenn ich nicht so begonnen hätte mit den zwei
Videoschirmbildern, die Sie merken, dass mich sehr bewegt haben, weil sie gezeigt haben, wie nah das doch ist und gleichzeitig, wie viel Kräfte wir trotz aller multipler Krisen in unserem Land haben, um an dieser Stelle zu helfen. Wenn ich also nicht mit diesen beiden Videobildern begonnen hätte, sondern damit, womit ich eigentlich begonnen hätte, haben wollen, stimmt das? Ja. Ungefähr grammatisch schon. Also wenn ich hätte so beginnen wollen, wie ich beginnen wollte, dann hätte ich darauf hingewiesen, dass ich natürlich als geborener Westberliner nie gedacht habe, eine wunderbare Formulierung aus dem heutigen Workshop, wie der geborene Westdeutsche, sagen wir mal, an der bundesrepublikanisch-niederländischen Grenze, das kurz hinter Magdeburg Sibirien beginnt. Konrad Adenauer soll übrigens Ähnliches gedacht haben. Aber im August diesen Jahres doch sehr, sehr überrascht war, dass man in Vilnius, der Hauptstadt Litauens, nicht nur mit Judentum zu tun hat, sondern mit einem gerütteltem Maß an polnischem Katholizismus. Und ich hätte gesagt, dass als Präsident einer Akademie, die wie die heutige Humboldt-Universität und die heutige DFG in den verbrecherischen Generalplan Ost verwickelt war, den als Umsiedlung getarnten Plan der Ausrottung weiter Teile osteuropäischer Völker, dass ich persönliche und institutionelle Verantwortung fühle dafür, dass ich und unser Haus, dass wir alle uns an dieser Stelle mit allen Kräften, die wir haben, organisieren und engagieren. Ich habe aber heute wieder gelernt, dass diese Lerngeschichten aus der eigenen Vergangenheit und aus der institutionellen Vergangenheit nur ernst genommen sind, wenn wir die vielfältigen Vernetzungen ernst nehmen und die Völker Nordosteuropas, Zentralosteuropas, Südosteuropas nicht exotisieren. Also wenn wir ernst nehmen, dass es Ukraine auch in Paris gibt und dass es Ukraine auch in Nizza gibt, also dass es das gibt, was wir in den Geschichtswissenschaften Entangled History oder Histoire Croisée nennen. Aber wenn Sie mir die etwas spitze Bemerkung gestatten, es ist ja ähnlich wie bei der vergleichenden Literaturwissenschaft. Nur wer einzelne Literaturen gut kennt, kann sich an die Aufgabe der vergleichenden Literaturwissenschaft machen. Und Entangled History, Histoire Croisée kann man erst dann wirklich erforschen und beobachten, wenn man die einzelnen vernetzt auftretenden Netzkerne, so kann man vielleicht sagen, kennt und gründlich studiert hat. Wir haben heute, Sie haben es schon gehört, einen Workshop. Und es ist mir ein großes Vergnügen, Ihnen aus diesem Workshop zu berichten, dass unser Netzwerk, zu dem wir eingeladen haben, durch den Workshop Konturen gewonnen hat, durch die Diskussionen des Workshops Konturen gewonnen hat. Konturen nicht in Abgrenzung, aber in Differenzierung zu anderen Initiativen. Die erste Abgrenzung ist, dass der Workshop eine Longue Durée intendiert, also nicht nur eine Augenblickshilfe sein will für die, die gerade gekommen sind, sondern dazu helfen will, dass nicht wieder auftritt, was vor den Zuspitzungen der letzten Jahre und Jahrzehnte immer wieder zu beobachten war, die Exotisierung unserer Nachbarländer in einzelnen Bereichen, der Abbau von Lehrstühlen, das Fehlen von Kenntnissen, die Schwierigkeiten von Menschen, jüngeren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus den osteuropäischen Ländern auf den Märkten des Westens mitzubieten. Es soll ein stabiles und verlässliches Netzwerk etabliert werden, was für die Zukunft hält und was erlaubt, dass wir angefangen von den allerelementarsten Erfordernissen einander das bieten können, was wir brauchen, um enger miteinander vernetzt zu sein und zu kooperieren. Ich nenne einige Stichworte. Ich bin davon überzeugt,
dass die Verteilungen bei den großen europäischen Förderprogrammen, ERC und wie sie alle heißen, was Ost- und Westeuropa und Nord- und Südeuropa angeht, nicht nur an der wissenschaftlichen Exzellenz hängen. Ich glaube nicht, dass es im Osten weniger wissenschaftliche Exzellenz als im Westen gibt und weiß mich darin, glaube ich, mit der Ministerin durchaus einig. Wir überlegen, ob wir nicht eine Grant Clinic einrichten. Eine Grant Clinic, in der in Tandemlösungen Menschen einander weitergeben, was sie für Erfahrungen im System gesammelt haben und andere dazu kräftigen, empowern, wie man so schön sagt, um in dem Wettbewerb erfolgreicher zu sein. Wir stellen uns Mentoring und Tandemprozesse vor. Entangled History studiert sich leichter gemeinsam, studiert sich leichter in Arbeitsgemeinschaften und zusammen. Die meisten Länder Europas haben ganz prismatische Beziehungen. Die Soziologie in Bulgarien orientiert sich an der deutschen Soziologie. Die Philosophie in Bulgarien orientiert sich an der französischen Philosophie. Das ist ein ganz gegriffenes Beispiel. Aber diese unterschiedlichen prismatischen Relationen, diese unterschiedlichen prismatischen Strahlungen einander zur Kenntnis zu bringen und als Chance zu nutzen, eben nicht zur Exotisierung und zur Vereinzelung, das könnte auch eine Funktion sein, das Netzwerk als große Informationsbörse über die Grenzen der Disziplinen hinaus und insofern schon eine junge Akademie, denn Akademien zeichnet eben dies aus, dass über die klassischen Fächergrenzen hinweggegangen wird und Menschen miteinander ins Gespräch gebracht werden. Ein letzter Punkt, den ich noch nennen möchte, ist die Veränderung der Curricula. In meinen Schul- und Universitätscurricula kamen viele osteuropäische Orte nicht vor. Auf die Bedeutung Lembergs, auf die Bedeutung von Czernowitz bin ich mehr zufällig durch Filme und Bücher aufmerksam geworden, die ich auf Büchertischen fand. Dass die Curricula von Universitäten, dass die Curricula von Schulen im Vereinigten Europa durchgesehen werden müssen und dass sie von Jüngeren durchgesehen werden müssen, das ist auch eine Aufgabe, die sich das Netzwerk auf die Fahnen geschrieben hat. Mir ist nur eine gewisse Zeit zur Begrüßung zugewiesen und keine Zeit für eine Grundsatzrede. Deswegen werde ich jetzt nicht alles berichten, was sich das Netzwerk auf seine Agenda gesetzt hat und Ihnen nur ganz am Schluss noch einen ganz kurzen Ausblick dieser Veranstaltung geben, sondern möchte jetzt die Begrüßung dadurch beenden, dass ich noch von einer mich begeisternden Erfahrung berichte. Als ich die Idee des Netzwerks, die nicht nur meine eigene ist, sondern die, wie es sich für eine Akademie gehört, mit vielen gemeinsam entstanden ist, der Ministerin Manja Schüle erzählte, hat sie nicht, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte, in schlechten Filmen gesagt, wir haben wenig Geld in diesem Land. Sie hat auch nicht gesagt, ich werde mich bemühen, sondern sie hat sofort und unmittelbar Unterstützung zugesagt. Und bis vor kurzem stand hier eine Veranstaltung der BBAW mit nachdrücklicher Unterstützung des Landes Brandenburg. Und dies Ihnen persönlich sagen zu können heute Abend, ist mir eine besondere Freude. Und eine ebenso große Freude ist mir, Ihnen jetzt das Pult für Ihr Grußwort zu überlassen. Tausend Dank. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, was soll nach so einer Einführungsrede denn jetzt noch kommen? Muss nicht zwangsläufig eine Rede einer Politikerin nach so einem Statement, so einem umfassenden Statement abfallen? Das zu beurteilen, obliegt jetzt Ihnen, aber egal wie Ihr Urteil ausfallen wird, ich werde es mit Demut und ich werde es aufrichtig tragen. Also kommen wir zu meinem Grußwort. Sehr geehrter lieber Herr Professor Markschies, sehr geehrte Botschaftsrätin, liebe Frau Dubovenko, sehr geehrte Frau Stolberg-Rillinge, sehr geehrter Herr Röhmhild, sehr geehrte Frau Professorin Garaschuk, sehr geehrte Frau Professorin Sasse,
Sehr geehrte Frau Kosakewitsch, sehr geehrter Herr Professor Kindler und sehr geehrter Herr Professor De Wolf, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich weiß, ich befinde mich in der BBRW. Ich weiß, wir diskutieren hier streng wissenschaftlich. Und nichtsdestotrotz möchte ich mal die wissenschaftliche Sphäre verlassen und mich der bekannten Soziologie hinwenden, wenn ich Ihnen sage, dass ich in den vergangenen Wochen verschiedene Menschen gefragt habe, wofür sie eigentlich Osteuropa sei. Da antwortet die 14-Jährige, die im Unterrichtsfach Geografie gelernt hat, dass Osteuropa der Teil des Kontinents zwischen Oder und Ural ist, nicht hinter Magdeburg. Im Übrigen, lieber Herr Markschies, der Politikwissenschaftler in mittleren Jahren grenzt es von Süd-, Nord-, Mittel- und Südosteuropa ab. Und die 70-jährige Fabrikarbeiterin aus der DDR sagt, das ist das, was wir früher mal den Ostblock genannt haben, wa? Welcher Osten also, meine sehr geehrten Damen und Herren, welcher Osten und welcher Westen? Ganz gleich, ob wir den geografischen, historischen, sprachlich-kulturellen oder politischen Raum meinen, der 24. Februar 2022 hat gezeigt, dass wir hierzulande nicht viel über unsere Nachbarn östlich der ehemaligen DDR wissen. Und zwar weder über ihre Geschichte noch über ihre Gegenwart. Und das vor dem Hintergrund, dass der Eiserne Vorhang vor allen Dingen zuerst bei den osteuropäischen Partnern bröckelte und dass die Mauer, die bei uns fiel, ihre ersten Risse durch unsere osteuropäischen Partner erhalten hat. Das kommt nicht von ungefähr. Herr Markschies hatte auch ein Beispiel genannt. In der Aufklärung galt Osteuropa im westlichen Denken als rückständige Welt zwischen Okzident und Orient. Im pseudowissenschaftlichen Rassendiskurs des 19. Jahrhunderts wurden die Slawen, konstruiert und abgewertet. Im Deutschen Kaiserreich kam die Idee der germanisierenden Siedlungspolitik im sogenannten Osten auf und die Nationalsozialisten haben diese Idee als Vernichtungskrieg in die brutale Realität umgesetzt. Und nach 1989 erlebten sogenannte Polenwitze im Westen ihre Hochphase. Kurzum, es gibt Kontinuitäten im westlichen Denken über Osteuropa. Die Hinterlassenschaften einer Ideologie zeigen sich heute in Unwissen und vor allen Dingen in Unverständnis. Einem Mangel aus Wissen und Empathie, so haben Sie es ja in Ihrer Einladung formuliert. Das ist eine Erfahrung, die wir Ostdeutschen teils auch gut kennen, denn das Zusammenwachsen zwischen Ost- und Westdeutschland nach 89 ist keineswegs von heute auf morgen gelungen, vielleicht bis heute sogar noch nicht einmal vollkommen. Nur wenige Tage nach Putins Angriff auf die Ukraine habe ich all meine, und meine, sehen Sie es als Ausdruck meines Respekts und meiner Anerkennung, meine Hochschulpräsidentinnen und Präsidenten, aber vor allen Dingen auch die Leiterinnen und Leiter aller außeruniversitärer Forschungseinrichtungen angerufen und habe gefragt, was können wir machen? Was erwarten Sie von mir als die zuständige Ministerin? Was erwarten Sie von an Unterstützung oder vielleicht auch an Rahmenbedingungen? Und gleichermaßen wurde mir in der Sekunde, als ich die Frage gestellt habe, klar, egal was wir hier miteinander diskutieren, egal ob Sprachkurse oder Tandem, egal ob verlängerte Arbeitsverträge, egal ob Visa oder Aufenthaltspolitik, es wird am Ende des Tages nicht reichen. Denn das, was wir brauchen, muss etwas Systematisches sein, muss etwas Nachhaltiges sein, etwas, was den gerade konstatierten Mangel an Wissen und Empathie aufzufangen versucht. Und da traf es sich außerordentlich günstig, dass ich in diesen Situationen einen mir sehr lieben und ja seit 3 Jahren steten Ratgeber anrufen konnte, seit 3 Jahren, in denen ich Ministerin sein darf, nämlich Professor Markschies, der nicht nur ein begnadeter Wissenschaftler, sondern auch ein begnadeter Netzwerker ist, mit einem großen politischen Gespür und gesagt hat, Herr Markschies, wir brauchen etwas anderes, wir brauchen nicht nur kurzfristige Maßnahmen. Und Herr Markschies sagte, ja, Frau Schüle, das weiß ich und ich hätte da hier schon folgendes Angebot. Und so sind wir zueinander gekommen und ich habe mit voller Überzeugung im Übrigen die finanzielle Unterstützung des Landes zugesichert, auch und natürlich in dem Wissen, dass wir ein armes Bundesland sind. Das Ost-West-Netzwerk, ein Netzwerk also, das junge Wissenschaftler in der Ukraine unterstützt, damit sie trotz Krieg mit uns im Austausch bleiben können. Ein Netzwerk für grenzüberschreitende Wissenschaft, damit Europa zusammenwächst. Ein Netzwerk, das dem Unwissen und Unverständnis vor allen Dingen auch hierzulande entgegenwirkt. Diese Idee
Mit dieser Idee sind Sie zu mir gekommen und ich habe Sie gerne unterstützt. Und ich bin froh, dass wir heute hier eine Veranstaltung miteinander durchführen, bei der ich sehr, sehr viel lernen werde und sehr, sehr neugierig bin, auch gleich auf das Podium. Ich danke Ihnen sehr für diese Initiative und ich danke vor allen Dingen der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Und wie so ein Netzwerk aussehen kann und was es leisten kann, werden wir sicherlich gleich im Podium auch hören. Das war auch eine Frage, die der Deutschlandfunk sofort hier eingangs gestellt hat. Wir haben natürlich Expertinnen in Deutschland, die zur Ukraine lehren und forschen und bestens vernetzt sind. Natürlich. Und wir haben auch Netzwerke, wir haben auch Plattformen. Aber was das Neue sein kann, was das Verbindende sein kann, was das Innovative sein kann, ich glaube, das haben Sie heute Vormittag wirklich gut miteinander diskutiert. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Aber ich nutze natürlich auch schon die Bühne, wenn ich sie dann einmal habe, nach Herrn Professor Markschies und auch das Mikrofon, um noch eine weitere Idee Ihnen vorstellen zu dürfen. Und zwar eine Idee, von der ich überzeugt bin, weil sie mittlerweile schon so viele Unterstützer, Partner und Förderer und Freunde hat, dass ich mir sehr sicher bin, dass aus dieser Idee vielleicht ein Erfolg erwachsen kann. Und diese Idee hat etwas mit der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder zu tun, einer der wenigen deutschen Universitäten, das wissen Sie, an der zur Ukraine geforscht wird, und zwar im Verbund mit vielen ukrainischen Partnerhochschulen. Und so liegt die Idee nahe, genauso wie beim Ost-West-Netzwerk, so liegt die Idee hier nahe, mit der Viadrina in der europäischen Doppelstadt Frankfurt an der Oder, Slubice, ein Ukrainistikzentrum einzurichten. Ein Zentrum, an der zur Ukraine geforscht und ausgebildet werden soll, und zwar mit den Partnern, mit den ukrainischen Partnern. Ein Zentrum, an dem das Wissen auch gleich in Gesellschaft und Politik vermittelt werden soll, und zwar natürlich auch mit den ukrainischen Partnern. Ein Zentrum, an dem transnational studiert wird, an dem die ukrainische Sprache gelernt und Wissenschaftskommunikation wie auch Politikberatung betrieben wird. Ein Zentrum mit Ausbildungsdrehtür, Brain Gain statt Brain Drain für die Ukraine. Ein Zentrum also, an dem Menschen aus Wissenschaft, Forschung und Zivilgesellschaft zusammenarbeiten mit und für die Ukraine. Dafür sind an der Viadrina sowohl die Kompetenzen vorhanden, als auch die Kooperationsbeziehungen in die Ukraine zum Auswärtigen Amt und zur OSZE. Und wir diskutieren diese Idee selbstredend auch mit unseren ukrainischen Partnern. Und ich freue mich, Sie heute auch kennenzulernen, liebe Frau Dubovenko. Als Brandenburger Wissenschaftsministerin bin ich davon überzeugt, dass wir solche Brücken in Europa brauchen, damit Europa weiter zusammenwachsen kann. Wir brauchen dieses Ukraine-Zentrum in Frankfurt an der Oder, genauso wie wir das Ost-West-Netzwerk der Akademie brauchen, um gemeinsam eine über den Krieg hinausreichende europäische gemeinsame Perspektive für die Zukunft in Frieden zu entwickeln. Haben Sie herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir werden in Zukunft auf die Folien nicht mehr Grußwort schreiben, sondern Gruß- und Anregungswort. Vielen, vielen Dank. Frau Dubovenko, ganz herzlichen Dank, dass Sie die Botschaft der Ukraine bei uns vertreten. Der Botschafter ist im Augenblick in Kiew. Bitte grüßen Sie ihn von uns und wir freuen uns auf Ihr Gruß- und Anregungswort. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Professor Markschies, sehr geehrte Frau Dr. Schule, im Namen der Botschaft der Ukraine in Deutschland möchte ich Ihnen für die Einladung an der Auftaktveranstaltung des jungen Ost-West-Netzwerk danken. Leider konnte der Botschafter nicht, Herr Makeev, nicht teilnehmen. Aber wir will den Bemühungen einer Zusammenarbeit ukrainischen Wissenschaftler mit europäischen Wissenschaftsgemeinschaft zu organisieren unbedingt Aufmerksamkeit widmen. Umso mehr, dass die Versuche Aufmerksamkeit verdienen, den Weg neu zu überdenken, der von den Osteuropa-Studien bisher
beschritten wurde. Wie die Ereignisse dieses Jahres gezeigt haben, weiß Europa zu wenig über die Ukraine, über ihre Kultur, Wissenschaft und die Menschen, aber auch über ihre Geschichte, die jahrhundertelang sowohl im Russischen Reich als auch in der Sowjetunion totgeschwiegen und versteckt wurde. Eines der schlimmsten Beispiele dafür ist der Holodomor, wörtlich Mord durch Hunger, eine Tragödie, die das ukrainische Volk vor 90 Jahren durchmachen musste. Wir sind dem Deutschen Bundestag aufrichtig dankbar dafür, dass er am 30. November dieses Jahres den Holodomor als einen vom Stalin-Regime begangenen Genozid am ukrainischen Volk anerkannt hat. Geschichte wiederholt sich. Vor 90 Jahren wurden Menschen durch Hunger getötet. Heute werden Ukrainer von russischen Kugeln und Raketen getötet. Heute tötet die russische Besatzungsarmee nicht nur die Menschen. Sie versucht, unsere Nation, unsere Kultur und unsere Geschichte zu vernichten. Die ukrainische Geschichte, die in Moskau jahrhundertelang umgeschrieben wurde, um die Ukraine ihres historischen Gedächtnisses zu berauben. Der heldenhafte Widerstand der Ukraine gegen den barbarischen Krieg, den Russland auf ukrainischem Territorium führt, hat der Weltgemeinschaft die Augen dafür geöffnet, was vor 90 Jahren in unserem Land wirklich geschah und was heute geschieht. Ich möchte mich bei der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und persönlich bei Herrn Professor Marc Schiess für die Organisation der heutigen Auftaktveranstaltung und wichtigen Diskussion bedanken. Herzlichen Dank auch an das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg und an Frau Ministerin Dr. Schuhe persönlich für ihre Unterstützung. Die europäische Wissenschaft braucht einen neuen Blick auf die Ukraine und ihr wissenschaftliches Potenzial. Vielleicht brauchen wir auch neue Ansätze für den Aufbau unserer Zusammenarbeit im Bereich Wissenschaft und Forschung. Ein Hinweis wird hier die Antwort auf die Frage, was ist die Ukraine sein? Sie ist das Land, in dem der erste Computer der Welt entwickelt wurde und das weltweit größte Flugzeug, die Mria, gebaut wurde. Es wurde von Russland während der Bombardierung in diesem Jahr zerstört. Aber wir werden auf jeden Fall ein neues solches Flugzeug bauen. Zudem haben ukrainische Wissenschaftler einen magnetischen Datenspeicher, HDD, erfunden oder entwickelt, aber auch das elektrische Schweißen weicher Stoffe, das Schweißen im Weltraum, ein Flüssigkeitsstrahlskalpel und auch ein Turbinenstrahltriebwerk. Die Liste lässt sich endlos fortsetzen. Ja, jetzt läuft ein Vernichtungskrieg gegen uns. Und unsere Wissenschaftler sind gezwungen, zu Waffen zu greifen, statt zu Forschungsinstrumenten. Aber wir werden unser Recht auf ein freies Leben in einem demokratischen Staat verteidigen. Wir hoffen, dass die gesamte demokratische Welt alles in ihrer Macht Stehende tun wird, um damit die Ukraine siegt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn man darüber spricht,
was alles versäumt wurde in den letzten Jahrzehnten, dann gibt es immer Institutionen, die auszunehmen sind. Institutionen, die sehr früh auf Osteuropa aufmerksam gemacht haben. Institutionen, in denen das Wort nicht forschen über, sondern forschen mit, in denen die Vorstellung von Entangled History sehr früh, wenn nicht entwickelt wurde, aufgenommen wurde. Und deswegen ist es nicht nur der Grund, dass Barbara Stolberg-Grillinger, die Rektorin des Wissenschaftskollegs zu Berlin, Mitglied dieser Akademie ist und dass auch diese Einrichtung sich im Augenblick sehr stark engagiert, sondern eine Einrichtung, in der früh schon Wege eingeschlagen worden sind, denen mehr hätten folgen sollen, wie wir jetzt im Nachhinein vielleicht doch sagen dürfen. Deswegen freut mich sehr, dass Frau Stolberg-Grillinger gekommen ist und nicht nur diese Institution repräsentiert, sondern als eine Forscherin, deren Forschungen nie, sagen wir mal, am Rhein geendet haben, sondern weit ausgegriffen haben nach Südosteuropa, jetzt das letzte Gruß- und Anregungswort zu uns sprechen wird. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Marc Schies. Sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrte Frau Botschaftsrätin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist jetzt schon sehr viel über den Sinn dieses neuen Netzwerkes gesagt worden und ich will auch Ihre Geduld gar nicht mehr sehr lange strapazieren, aber freue mich doch im Namen des Wissenschaftskollegs auch wenigstens ein paar Worte sagen zu können. Es ist jetzt schon mehrfach gesagt worden, wir wissen, ob wir jetzt von Ost und West sprechen oder wie immer wir es nennen wollen, wir wissen nach wie vor viel zu wenig übereinander. Und ich denke, es sollte uns zu denken geben, dass es dieses furchtbaren Angriffskrieges bedurfte oder jedenfalls dieser letzten Eskalationsstufe, denn der Krieg ist ja schon viel länger im Gange, um auf diesen Mangel des gegenseitigen Kennens überhaupt aufmerksam zu werden. Herr Marc Schies hat es gerade schon erwähnt, es hat schon einmal einen bemerkenswerten Schub gegeben, um die akademische Netzwerkbildung zwischen dem, was wir Ost und West vereinfachen nennen, zu befördern, nämlich kurz nach 1989. Und das Wissenschaftskolleg, ich darf das sagen, weil das lange vor meiner Zeit als Rektorin war, hat unter dem zweiten Rektor Wolf Lepenies eine, nach der Wende und nach dem Untergang des Sowjetimperiums eine ganze Reihe von Initiativen gestartet, die tatsächlich in der Gründung von 4 verschiedenen Instituten, Partnerinstituten gemündet hat. 3 davon Institutes for Advanced Study nach dem Muster des Wissenschaftskollegs und 2 sind auch durch ihre Direktorinnen hier gerade ja repräsentiert, nämlich in Bukarest das New Europe College, in Sofia das Center for Advanced Study, in Budapest das Collegium Budapest, aber auch die Bibliotheca Classica in St. Petersburg gehört zu diesen Instituten, die diesem Aufbruchsgeist der frühen 1990er Jahre gefolgt sind und von denen man annahm, dass sie Kristallisationskerne der wissenschaftlichen Zusammenarbeit, aber auch der Demokratisierung, der Liberalisierung sein würden. Alle diese Gründungen hatten vor allem das Ziel, die Wissenschaftslandschaft in den betreffenden Ländern selbst zu stärken, indem sie attraktive Anlaufstellen für westliche Kolleginnen und Kollegen darstellten und dadurch eben dem eben schon angesprochenen Problem des Brain Drain entgegenzuwirken. Diese Hoffnungen haben sich zum Teil erfüllt, zum Teil liegen sie aber auch in Scherben. Und die unterschiedlichen Schicksale dieser Institute sind symptomatisch und vielsagend. Die einen, nämlich das New Europe College in Bukarest und das Center for Advanced Study in Sofia, haben großartige Erfolgsgeschichten vorzuweisen. Und es ist eben kein Zufall, dass die beiden Direktorinnen Valentina Sandu-Dedio und Diana Mischkova heute hier sind. Obwohl die grundständige Finanzierung dieser beiden Institute immer prekär ist, sie werden derzeit von der Schweiz, vom Wissenschaftsministerium der Schweiz gefördert, trotz dieser prekären Grundfinanzierung sind sie Inseln der wissenschaftlichen Autonomie geworden, unabhängig von den Regierungen ihrer jeweiligen Länder. Sie werben große europäische Forschungsmittel ein, sie publizieren viel beachtete Buchreihen und sind attraktive Orte für Fellows
aus dem In- und Ausland. Das Kollegium Budapest dagegen existiert in der ursprünglichen Form nicht mehr. Und die Bibliotheca Classica in Petersburg gibt es zwar noch, sie liegt offenbar unterhalb des Radars der russischen Behörden, aber wer weiß, wie lange noch. Von westlichen Fördermitteln sind sie jetzt aus naheliegenden Gründen abgeschnitten und wechselseitige Besuche sind derzeit auch nicht möglich. Und jetzt steht die Ukraine sehr zu Recht im Zentrum der Vernetzungsbemühungen. Das Wissenschaftskolleg hat mit dem Forschungsnetzwerk Prisma Ukraina mit der Teilhabe an dieser Gründung schon einen ersten bescheidenen Anlauf gemacht. Andrei Portnov ist ja auch hier, damals als Fellow am Wissenschaftskolleg, hat er den Grund für dieses erste Forschungsnetzwerk gelegt. Und wir versuchen als Wissenschaftskolleg zusammen mit anderen Institutes for Advanced Study nun auch ein solches Institut in der Ukraine auf den Weg zu bringen. Zunächst nur virtuell, aber mit dem Blick auf die Zeit nach dem Krieg, der ja irgendwann zu Ende gehen muss, dann wollen wir vorbereitet sein, um dann ein reales Institut for Advanced Study in der Ukraine zu gründen. Putins Krieg hat ihn ja sehr, das ist schon mehrfach gesagt worden, sehr heterogenen und missverständlich pauschal sogenannten Osten aufs Neue ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt und eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst. Das ist sehr gut so und mir scheint es wichtig, jetzt darauf zu achten, dass diese verschiedenen Initiativen miteinander abgestimmt werden, miteinander kooperieren und Synergieeffekte ausbilden. Ich wünsche auf jeden Fall dem Netzwerk junger Forscherinnen und Forscher, das heute hier begonnen wird, dass es die Keimzelle für einen langdauernden, stabilen, lebendigen Austausch wird. Und ich denke, es wäre ein Ausweis seines Erfolgs, wenn dieser Austausch kreuz und quer und in alle Richtungen mit der Zeit so selbstverständlich würde, dass der Name Ost-West-Netzwerk am Ende als Anachronismus erscheint. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen alles Gute. Ich wollte aber erstmal Barbara Stolberg-Rillinger dafür danken. Wir haben heute lange darüber geredet, wie wir in dem Namen Ost-West-Netzwerk die problematischen Worte Ost und West vermeiden und nach Alternativen gesucht. Aber es ist noch besser, im Laufe der Geschichte einer Institution ihren Namen als Anachronismus zu erweisen. Das ist ein Vorschlag, der nicht auf dem Tapet war, aber den wir vielleicht auch noch mal in die Debatte einbeziehen. Lassen Sie sich also überraschen, wie im neuen Jahr das Kind heißen wird. Es wird in jedem Fall blühen, wachsen und gedeihen. So viel ist sicher. Ich erlaube mir, die Menschen auf dem Podium Ihnen wenigstens ganz kurz vorzustellen, weil ich glaube, wir kennen uns dank des heutigen Tages ganz gut untereinander, aber es sind ja auch einige unter uns, die noch nicht von 9 Uhr an dabei waren. Und ich beginne mit Frau Garaschuk, die in Kiew geboren ist und seit dem Jahre 2008 den Lehrstuhl für Neurophysiologie an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen innehatte, nachdem sie in Moskau studiert hat und in Kiew promoviert wurde. Sie haben vorhin gesagt, man hätte ja auch sein Leben anders orientieren können, wenn man in Moskau studiert hat. Das haben sie nicht getan. Sie sind dann ans Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie in Göttingen gewechselt und dann an die Universität des Saarlandes und haben dort das begehrte Curie-Habilitation Stipendium bekommen und haben sich dann in München habilitiert und waren eine Zeit lang in München tätig. Und Sie sind Mitbegründerin und unter anderem deswegen sitzen Sie hier, des Ukrainian Academic International Networks und der Deutsch-Ukrainischen Akademischen Gesellschaft, deren Vorsitzende sind Sie. Und wir sind ganz gespannt, was Sie für Erfahrungen aus diesem Netzwerk, für das Netzwerk, was wir heute begründen, weitergeben können. Dann darf ich Bojena Kozakiewicz
Kevich begrüßen. Sie sind Germanistin und Historikerin, in Kiew geboren. Und jetzt weiß man immer gar nicht, wie viele Namen von Lemberg soll man nennen und kann man sie überhaupt alle richtig gut aussprechen? Lwow, Lwów. Sie schütteln schon den Kopf. Ich muss das noch lernen. Das Aussprechen ist der Beginn der Kenntnisse. Dort in Lemberg haben Sie 2012 einen Magister in Germanistik abgeschlossen, waren dann Lehrbeauftragte für deutsche Sprache und Literatur, haben dann an der Viadrina studiert und im Projekt Erinnerung bewahren der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin gearbeitet und sind jetzt wissenschaftliche Mitarbeiterin des Lehrstuhls Entangled History of Ukraine an der bereits genannten wunderbaren Universität an der Oder. Und sie arbeiten über Juden und Christen, die sowjetische Religionspolitik im multiethnischen Berezjiv. Lieber Herr de Wolf, herzlich willkommen. Sie sind sozusagen, wie soll ich das sagen, mein Pendant. Ich leite die BBAW, Sie leiten mit Ihrer Kollegin die Junge Akademie. Und wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind. Sie haben, was ich eine wunderbare Kombination finde, Philosophie und Mathematik zusammen studiert. So hat sich das Platon vorgestellt in Frankfurt am Main und haben dann aber in der Mathematik promoviert und waren an der Universität des Saarlandes, der Technischen Universität in Texas und sind jetzt an der TU Braunschweig, Leiter der Arbeitsgruppe Angewandte Algebra, Mitglied des Emmy-Noether Programms und eben, wie gesagt, Sprecher der Jungen Akademie seit 2022/23 und wir sind ganz gespannt, was Sie da für Erfahrungen weitergeben können. Ja, Gwendolin Sasse, ganz, ganz herzlich willkommen. Sie braucht man eigentlich im Augenblick kaum vorzustellen. Wir sehen vor uns eine Veröffentlichung im Beck Verlag, die hoffentlich viele auf Ihrem Tische haben und nutzen. Sie sind Einstein-Professorin für vergleichende Demokratie und Autoritarismusforschung am Institut für Sozialwissenschaften der Humboldt-Universität und leiten das Zentrum für Osteuropa und internationale Studien und sind, glaube ich, im Augenblick sehr, sehr gefragt und werden es vermutlich auch länger sein. Vorher waren Sie in Oxford tätig, also Sie gehören zu denen, die aus Oxford geholt wurden und die Beziehungen zwischen dem Berliner und Oxforder Wissenschaftsraum stabilisieren. Dass Sie Geschichte, Slawistik und Politikwissenschaften einmal studiert haben, ahnt man, wenn man sie schon gelegentlich gehört hat, und haben an der London School of Economics promoviert, sodass man die wirtschaftsgeschichtlichen Pointen, die Sie setzen, auch von daher gut verstehen kann. Und Ihre Arbeit über die Crim Question Identity, Transition and Conflict von 2007 ist, glaube ich, ganz, ganz häufig jetzt prämiert worden und wird hoffentlich auch bald ins Deutsche übersetzt. Und ja, wir werben heute mal dafür, falls ein Verlagslektor hier sitzt. Da gibt es ein schönes Programm dafür vom Auswärtigen Amt. Das müssen die mal machen. Und der Letzte in der Reihe, ist Herr Kindler, und ihm darf ich ganz herzlich gratulieren, weil Sie, glaube ich, vor zwei Wochen von Herrn Ziegler oder wem auch immer die Ernennungsurkunde als Professor für Geschichte Ost- und Ostmitteleuropas der Freien Universität erhalten haben. Da waren Sie vorher Gastprofessor und haben in Berlin und Woronez studiert und in einem von der Thyssen-Stiftung finanzierten Projekt gearbeitet, aber waren auch an der Humboldt-Universität, also zeigen, wie eng die Berlin-Brandenburger Wissenschaftslandschaft kooperiert. Nomaden und der Hunger, Sesshaftwerdung und Herrschaftsdurchsetzung in Kasachstan 1920 bis 1945 ist eines der Arbeiten, mit der Sie sich ausgezeichnet haben. Und Sie koordinierten von 2019 bis 2021 das vom BMBF geförderte Projekt Landschaften der Verfolgung. Sie nicken,
Es war offenbar alles nicht vollkommen falsch, was ich erzählt habe. Ich freue mich sehr auf unsere Runde. Normalerweise bin ich, wenn ich solche Runden leite, ein strikter Feind von Eingangsstatements. Aber wenn wir so lange darüber gesprochen haben, dass wir an Informationsdefiziten leiden, wäre es schade, wenn wir keine Eingangsstatements hätten. Und deswegen haben wir alle hier Sitzenden gebeten, dass sie doch ein Eingangsstatement vortragen. Und so bunt und plural, wie wir hier sitzen, wird das auch, glaube ich, nicht langweilig. Und ich mache das jetzt einfach so, dass ich immer springe. Ich fange mal mit Frau Sasse an. Und dann sind Sie als Nächste dran und so weiter und so fort. Bitte. Okay, vielen Dank erstmal für die Einladung, dass ich heute Abend hier mit diskutieren darf, auch für die freundliche Begrüßung. Ja, ein Eingangsstatement fällt gar nicht so leicht. Also man könnte an ganz verschiedenen Punkten anfangen. Fange ich vielleicht einfach auch, dazu haben Sie ja eigentlich aufgerufen, auch eben gerade mit den Begrifflichkeiten an. Also ich gehöre zu jemandem, der denkt, Begriffe setzt man, soweit es geht, lieber gleich am Anfang richtig und muss sie nicht später noch einmal revidieren, wenn sie sich festgesetzt haben. Und ich finde diese Initiative ganz wunderbar. Ich begreife, glaube ich, in Ansätzen, worum es geht, noch nicht ganz, glaube ich. Aber das können wir vielleicht im Laufe des Abends auch noch klären. Aber Ost-West sind halt schon problematische Begriffe. Und wenn wir das in diesem Netzwerk auch im Namen drin haben, dann ist es so problematisch, wie immer wieder vom Ukraine-Krieg zu sprechen, immer wieder vom post-sowjetischen Raum zu sprechen. Es erlaubt uns dann eigentlich gar nicht sofort mit dem anzufangen, was wir meinen oder was ja eigentlich auch die Idee sein soll. Und ich glaube, einmal sitzt der Begriff, dann revidiert man den nicht mehr so. Also ich habe keine wirkliche Alternative, als vielleicht über ein europäisches Netzwerk nachzudenken oder die jungen Forschenden, die erwähnt sind, vielleicht noch genauer zu benennen. Wie jung ist jung? Oder thematisch ist es irgendwie gefasst oder nach Disziplinen gefasst. Das vermag ich so noch gar nicht zu urteilen, aber für mich ist der Begriff trotz des schönen Logos, das kann man vielleicht nochmal ersetzen, ich fände den Begriff problematisch, denn ich glaube, die Herausforderungen, so wie Sie es auch beschrieben haben in Ihrem Anregungsstatement oder Grußwort, geht es ja darum, genau eben nicht weder in geografischen Dimensionen zu denken, noch in irgendwelchen Blöcken verhaftet zu bleiben, denn und genau das zu ersetzen. Und das kann man ja durch ganz verschiedene Dinge ersetzen. Wenn wir auf thematischer, auch interdisziplinärer Ebene denken, dann sind wir, glaube ich, ganz schnell bei ganz anderen Kategorien, die auch manchmal Trennlinien aufgreifen, aber eben nicht kleine Ost-West-Trennlinie und eben das Verbindende und Trennende sowohl im Westen als auch im Osten, wenn wir jetzt einmal kurz bei den Begriffen blieben, bleiben. Also das fände ich, glaube ich, von der Logik her ist das für mich, gehört das dazu. So, das aber davon abgesehen ist natürlich so ein Netzwerk, diese Idee und das auch gerade auf junge Forschende zu konzentrieren, unheimlich wichtig. Und ich denke, es sind verschiedene Aspekte, warum das gerade wichtig ist und in diesem jetzigen Kontext. Und zum einen geht es darum, es klang gerade an, es gibt zu wenig Wissen, sowohl in der Wissenschaft selbst über zum Beispiel die Ukraine, aber auch in der Öffentlichkeit. Es müssen Räume geschaffen werden für dieses Wissen. Es muss auch wissenschaftliches Potenzial erhalten bleiben, insbesondere wenn wir gerade daran denken, in der Ukraine wissenschaftliches Potenzial zu erhalten. Das bedeutet im Moment sehr viel. Und wir müssen auch darüber nachdenken, als dritte Dimension, die unheimlich schwierig ist, überhaupt sich vorzustellen, wie das funktionieren kann, die jetzige Kriegsrealität empirisch zu dokumentieren. Und das braucht, das ist eine Kraftanstrengung und die Dimensionen dessen, wie man das momentan erfassen kann, das wird durch alle Disziplinen, auch über die geistes- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen hinausgehen. Und wenn so ein Netzwerk einen Beitrag dazu leisten kann, dann ist das schon sehr viel. Ich möchte kurz auf vielleicht auch auf die Verortung von Osteuropa-Studien und auch Wissen zu Osteuropa
eingehen. Das bezieht sich auf Deutschland, bezieht sich aber auch auf den weiteren europäischen und auch westlichen Kontext. Es klingt immer an, es ist vieles abgebaut worden. Da sprechen wir vor allem auch wieder von Geistessozialwissenschaften. Osteuropa-Studien waren, auch wenn sie aufgestellt waren, einseitig aufgestellt. Viele Länder und Fragen kamen gar nicht vor. Aber das soll nicht so klingen wie eine Illusion, dass es irgendwann mal richtig gut war und dass es irgendwann ganz viel Expertise gab und jetzt ist es alles abgebaut worden nach 91. Es gab das auch und auch ist das daher gekommen, dass man meinte, jetzt sei eben Mittel- und Osteuropa so wie andere Teile Europas oder des Westens auch. Aber im Endeffekt geht es eigentlich doch, das ist bedauerlich, also ich will dafür auch nicht, da gibt es keine Grundlage dafür, das zu tun, aber das sind dann doch eher vereinzelte Professuren oder auch Institutionen, an denen wirklich was abgebaut wurde, aber richtig viel gab es nie. Und ich glaube, da liegt eigentlich die eigentliche Herausforderung, dass also zum einen zwei Dimensionen davon, und da muss ich glaube ich auch schon aufhören, ne? Ich glaube, da sind schon 2 Minuten rum, dass es zum einen durchaus auch Wissen in der Wissenschaft natürlich auch zur Ukraine und anderen Teilen Ostmitteleuropas gibt, sowohl in Deutschland, im westlichen akademischen Kontext, aber eben auch und insbesondere in der Ukraine, dass wir es aber strukturell bedingt nicht gesehen haben und sowohl in der Wissenschaft nicht gesehen haben oder nicht richtig anerkannt haben, als auch dann im breiteren öffentlichen und politischen Diskurs. Ich bin Sozialwissenschaftlerin, Politikwissenschaftlerin und zumindest diese sozialwissenschaftliche Disziplin trennt sehr klar zwischen dem, was zum Mainstream der Politikwissenschaft gehört. Da gehören Regionalstudien, gleich um welche Region es da geht, aber eben auch zu Osteuropa, gehören nicht zu diesem Mainstream. Und wenn man sich eine wissenschaftliche Karriere vor Augen hält oder diese betreiben möchte, dann bin ich auf jeden Fall eine Seltenheit. Also dann habe ich sehr viel Glück gehabt. Aber mit einem osteuropäischen Thema in den allgemeinen Politikwissenschaften wird man eigentlich bei jeder Konferenz, bei jedem Einreichen eines wissenschaftlichen Artikels in einer sogenannten besten international anerkannten politikwissenschaftlichen Zeitung entweder komisch angeguckt, Zeitschrift angeguckt, oder es kommt ein Brief zurück, reichen Sie das mal in den Area Studies ein. Und das sagt sehr viel aus, ist jetzt nicht nur verbittert, also das bin ich dann vielleicht auch zum Teil geworden, aber es gibt immer noch genug andere Zeitschriften, in denen man veröffentlichen kann, aber das sagt etwas aus darüber, über das Denken, was überhaupt zur Disziplin gehört oder zur Mutterdisziplin gehört. Und bevor dieses Denken sich nicht verändert, und das knüpft an, Sie haben mit Schulen argumentiert oder auch im Curriculum, an der Schule oder an der Uni, wenn die Ukraine nicht zum Mainstream gehört, wie wir Geschichte, wie wir Politik verstehen, und viele andere Dinge dazu, auch andere Teile Osteuropas, werden wir mit einzelnen Initiativen, einzelnen Professuren, vielleicht sogar so einem Netzwerk, auf Dauer wenig erreichen. Also ich glaube, es geht noch weiter. Das sind alles wichtige Versatzstücke und die brauchen wir alle. Aber dieses Grundverständnis dafür, dass wirklich der Blick sich ändern muss, da sehe ich zumindest in meiner Mutterdisziplin noch wenig Bewegung. Und ich glaube, da liegt die große Herausforderung, dass es wirklich zum Mainstream wird. Und dazu gehört der öffentliche Diskurs, dazu gehören Schulen, dazu gehören Universitäten, Lehre vor allem auch. Und dazu gehören natürlich dann auch viele, vor allem interdisziplinäre Räume, die wir schaffen müssen. Und davon ist das natürlich dann einer und ein vielversprechender. Liebe Frau Sasse, weil Sie sich so präzise an die Zeit gehalten haben, würde ich Ihnen gern noch eine Nachfrage stellen. Ich verstehe, was Sie gesagt haben zu den Begriffen, auf die man wirklich sehr aufpassen muss. Natürlich wollen wir jetzt nicht von Ihnen einen Vorschlag haben, das wäre gegenüber dem Gast hier ganz unhöflich, aber Sie haben unter den schwierigen Begriffen auch den inflationär gebrauchten Begriff Ukraine-Krieg verwendet. Und da wäre es, glaube ich, gut, wenn Sie die Chance nutzen würden, zu sagen, wie Sie vorschlagen, es besser zu machen. Denn das betrifft, glaube ich, ganz, ganz viele hier von uns, die dankbar sind, wenn Sie dazu ein Wort sagen. Und vielleicht später auch nochmal, wenn wir darüber ausführlich reden, über postsowjetisch. Aber jetzt vielleicht erstmal zu diesem Thema, denn das ist ja nun wirklich ein überall gebrauchter, wenn eben, wie gesagt, auch sehr problematischer Begriff. Welche Verabredung geht von heute Abend aus, ein anderes Wort zu verwenden? So,
jetzt haben Sie mir die Gelegenheit gegeben, noch ganz viel zu sagen. Jetzt muss ich mich nicht mehr an irgendwelche Zeitvorgaben halten, aber ich tue es natürlich trotzdem. Der Ukraine-Krieg als Begriff, wenn wir kurz nur innehalten und überlegen, was er aussagt, trifft er natürlich überhaupt nicht das, worum es in diesem Krieg geht. Und ich spreche von Russlands Krieg gegen die Ukraine und habe mein kleines Buch Der Krieg gegen die Ukraine genannt, um den Akzent darauf zu setzen, worum es geht. Für mich ist ganz klar, dass es in diesem Krieg um die Zerstörung der Ukraine als Staat und als unabhängige Nation geht. Und das klingt im Begriff Ukraine-Krieg nicht an. Da klingt entweder an, dass es ein Krieg innerhalb der Ukraine ist, und es klingt auch nicht wirklich an, dass der Krieg gegen die Ukraine seit 2014 geht und nicht erst in Anführungszeichen seit Februar diesen Jahres. Und es geht eben nicht um innere Spaltungen in der Ukraine, was viel diese Annahme, die immer wieder zumindest in den Begriff und auch in die öffentliche und politische Wahrnehmung hineingespielt hat. Da spiegelt sich schon viel auch von unserem kolonialen Denken wider, dass wir, sobald wir gen Osten schauen, auf Ethnizität, auf Sprache schauen und das immer konfliktbehaftet denken. Und dass das nicht der Fall ist und nicht sein muss, das hat die Ukraine schon lange gezeigt. Und das sehen wir eben jetzt auch in diesem Widerstand, den die Ukraine leistet. Militärisch, aber eben auch zivilen Widerstand. Und der Begriff zeigt eben nicht genug, von wem die Aggression ausgeht und dass es eben keine innenpolitischen Probleme der Ukraine sind. Und jetzt nehme ich gleich noch postsowjetischer Raum mit. Also Raum ist immer schon gefährlich diffus. Dann erkennt man nämlich nicht, um welche Länder es geht, um welche Akteure es geht. Es ist manchmal und auch im wissenschaftlichen Gebiet ist es häufig verwendet worden, auch in der Not etwas wie das Ost-West-Netzwerk. Was ist dann der andere Begriff? Aber ich glaube, vielleicht braucht man, Sie brauchen schon einen Namen, aber ich glaube, der ganze diffuse Raum braucht auch keinen einzelnen Namen. Entweder nennt man klar, um was es geht, das Thema, das Land, den Akteur oder die Akteure, die man sich anschaut. Und postsowjetisch denkt halt immer alles weiter als etwas, was eben aus der Sowjetunion sich ableitet und immer Hinterlassenschaften, die es gibt, die man auch erforschen kann und muss. Aber es lässt sich eben nicht alles darauf reduzieren. Und man sieht halt mit dem Begriff wieder nicht, was aus dem Konglomerat der Sowjetunion wirklich alles hervorgegangen ist. Vielen Dank für die Einstimmung. Wir werden uns bemühen, das können wir, glaube ich, von uns allen sagen, heute möglichst präzise Begriffe zu verwenden. Jetzt geht es aber erst in diese Richtung und springt dann wieder darüber. Bitte. Ja, ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Ich würde auch gerne über den Begriff Ukraine-Krieg sprechen und warum man das nicht benutzt. Vielleicht darf ich einfach ganz kurz dazu sagen, dass was wir also benutzen in unseren Texten, also auch am Lehrstuhl, das wäre dann eher Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine, weil es dann auch den Täter ganz klar benennt. Und dann übergehe ich aber auf das ganz wichtige Anliegen der heutigen Veranstaltung und des ganzen heutigen Tages. Ich glaube, ich spreche in dieser Runde so ein bisschen für die junge Forschende, was auch immer unter dem Begriff junge mitbegriffen ist. Und ich würde auf 4 Punkte, glaube ich, eingehen. Also zum einen bin ich natürlich auch sehr dankbar, dass ich hierher eingeladen würde. Und das Säulennetzwerk, also ich glaube, so europäisches Netzwerk ist vielleicht ein ganz guter Name, also wäre unglaublich wichtig, aber ich würde gerne auf 4 allgemeine Punkte eingehen, die für mich zum Beispiel ein Anliegen wären. Zum einen wäre es, dass so ein Netzwerk sollte auf der Augenhöhe funktionieren und bei der Projektentwicklung, bei einzelnen Forschungsvorhaben sollten alle beteiligten Institutionen gleichermaßen involviert werden. Was wir jetzt gerade vor allem im Bereich Osteuropa-Studien öfters sehen, ist es, dass zum Beispiel in dem Fall, also eher das Vorhaben aus Deutschland geht und dann sucht man Partnerorganisationen in der Ukraine. Was ganz wichtig wäre, ist Partnerschaft auf der Augenhöhe und das betrifft alle Regionen Europas. Als zweites würde ich sagen, wovon im Allgemeinen alle Disziplinen sehr stark profitieren würden, ich rede vor allem über Geschichtswissenschaft, wäre es, wenn es nicht nur aus dem sogenannten Westen zu Osteuropa in allen Disziplinen geforscht wird, sondern auch, dass es auch
auch ukrainische Forschende, belarussische, georgische, auch zu westeuropäischen Themen forschen. Ich vermute, dass es ganz neue Perspektiven auf die Geschichte hier geben würde. Und zum dritten Punkt, ich glaube, das haben wir heute oft gesagt, das Umdenken von Osteuropa-Studien. Und ich glaube, das heute angeregte und auch angekündigte von der Frau Ministerin Ukraine-Zentrum an der Viadrina ist auch so ein Schritt in die Richtung, wo wir also auch nochmal uns sehr freuen, dass es dazu kommen wird. Und der vierte, das ist ganz pragmatisch, dass ich einfach sagen muss, als Forscherin, die mit ukrainischen Themen arbeitet, das sind ganz praktische Anliegen, die ukrainischen Kolleginnen jetzt betreffen. Und nicht nur ukrainische Kolleginnen, sondern auch Forscherinnen, die mit ukrainischen Themen und im Allgemeinen osteuropäischen Themen arbeiten. Das haben Sie heute auch nochmal in Ihrem Grußwort kurz angesprochen. Die Realität ist jetzt so, dass die Menschen arbeiten auf Luftschutzkellern, haben öfters kein Internet und dann sind ganz praktische Anliegen, in denen wir die Menschen unterstützen müssen, damit überhaupt Wissenschaftsbetrieb vorbestehen kann in der Ukraine und dass der Kontakt zu den Kolleginnen in der Ukraine nicht abbricht. Und noch ein wichtiger Punkt für mich wäre eben Schutz von immateriellen Kulturgütern wie die Archive. Und wir wissen noch überhaupt nicht, wie viel schon zerstört wurde und an wie vielen Themen wir nicht mehr arbeiten können. Vielen, vielen Dank für Ihre Punkte. Jetzt, Herr de Wolf, springt es zu Ihnen weiter. Vielen, vielen Dank. Ja, also ich sitze ja hier, Sie haben es ja am Anfang schon angekündigt, als der Sprecher der Jungen Akademie, also sozusagen zum einen die Perspektive der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der früheren Karrierephase und dann eben gleichzeitig aus einer Perspektive einer Akademienlandschaft. Also insofern ist es natürlich so, dass ich erstmal in dem Gesamtkontext des heutigen Abends eben als Wissenschaftler auf die Situation schaue. Nichtsdestotrotz, natürlich ging es mir genauso wie allen anderen an dem Tag, als Russland die Ukraine überfallen hat, dass ich mit zumindest als aus der Sicht sozusagen des Laien, da in einem Unverständnis, einem Unglauben davor gesessen habe, dass es wieder Krieg in Europa gibt. Also ich war 6 Jahre alt, als die Mauer gefallen ist. Ich bin irgendwie damit aufgewachsen, mit dem Gedanken, dass wir eigentlich hoffentlich Frieden dauerhaft haben in Europa. Und das müssen wir jetzt, musste ich zumindest erkennen als Laie, dass das offenbar naiv war. Ja, und ich glaube, was auf jeden Fall klar ist, und das wurde hier auch schon mehrfach gesagt, ist also zum einen, dass wir eben natürlich die Ukraine dauerhaft unterstützen müssen. Und dass es eben nicht nur darum geht, dass es hier einfach ein Krieg ist, sondern dass es eben auch die Absicht offenbar ist, die Kultur zu zerstören, die Sprache zu zerstören und auch die Wissenschaft zu zerstören. Und das ist, glaube ich, der Punkt, insbesondere bei dem letzten Punkt, wo wir einfach ins Spiel kommen. Denn natürlich die Wissenschaft, das ist jetzt was, das betrifft mich, das betrifft mich als Wissenschaftler mit. Und ich glaube, Wissenschaft spielt hier eben insgesamt eine wesentliche Rolle, nicht nur in der jetzigen Situation, sondern auch langfristig gedacht als ein Teil einer Zivilgesellschaft. Also es geht ja nicht nur darum, dass Wissenschaft stattfindet um der Wissenschaft selber willen, sondern auch um die Rolle, die sie für Gesellschaft und das Funktionieren einer Gesellschaft hat. Und deshalb habe ich mich sehr, sehr gefreut, als ich davon erfahren habe, dass Sie diese Initiative gestartet haben, weil ich glaube, dass Akademien eine ganz wunderbare Rolle spielen können in dem erweiterten Kontext dessen, was ansonsten in Wissenschaft stattfindet und eben viele, viele Möglichkeiten bieten, die ansonsten im wissenschaftlichen, täglichen wissenschaftlichen Austausch schwierig sind. Also zum Beispiel eben die Möglichkeit zur interdisziplinären Arbeit, zum Austausch über die Disziplin hinweg, aber eben auch für die Möglichkeit, in die Gesellschaft direkter hineinzuwirken, als wir das sonst in der täglichen Arbeit aus den Universitäten heraus tun können. Das ist also, glaube ich, der eine Teil. Und der zweite, das maße ich mir nicht an, das
historisch beurteilen zu können. Wie gesagt, bin Mathematiker, kein Historiker und eben vielleicht dafür auch zu jung. Aber was man eben vielleicht einfach aus der Sicht des täglichen wissenschaftlichen Arbeitens schon sehen kann, ist, dass es natürlich engere Kontakte gibt in den wissenschaftlichen Communities, zum Beispiel nach Frankreich, als sagen wir mal in die baltischen Staaten oder nach Polen oder eben auch in die Ukraine. Und das ist, glaube ich, der zweite wesentliche Gedanke, den Sie hier mit angestoßen haben, mit diesem Netzwerk, dass wir das hoffentlich in Zukunft ändern können. Ich glaube, dabei gibt es sicherlich viele Herausforderungen und Schwierigkeiten. Auch die Junge Akademie hat ja im Laufe des letzten Jahres versucht, aktiv zu sein. Nicht alles davon war einfach. Aber ich glaube, dafür werden wir sicherlich die Gelegenheit haben, in der weiteren Debatte uns auch darüber auszutauschen. Vielen Dank. Es wird ja im Augenblick schon so ein bisschen deutlich, was die zwei Schwerpunkte unserer Podiumsdiskussion heute sein werden. Die ganz konkrete, augenblickliche Situation, aber so ein bisschen das, was Sie beide gesagt haben, die Frage, wie man die mentale Struktur ändern kann, dass sozusagen der etwas eingeschränkte Blick, der nur in die eine Richtung geht, gedreht wird und mal spannende andere Perspektiven wahrnimmt, die eigentlich viel näher liegen, als es der erstarrte Kopf, der sich nicht drehen kann, wahrzunehmen glaubt. Damit Herr Kindler dieses Mal nicht der Letzte in der Reihe ist, wurde das hier fein säuberlich so arrangiert, dass Sie jetzt der Vorletzte sind. Vielen Dank, das ist sehr, sehr erfreulich. Nein, zunächst mal besonders erfreulich finde ich, dass diese Initiative ergriffen worden ist, dieses Netzwerk ins Leben zu rufen. Und was ich auch ganz wunderbar finde, ist, und das geht ja auch von dem Abend hier schon aus, dass hier gehandelt worden ist und dass die Initiative ergriffen worden ist, auch politische Unterstützung es gibt. Man dann auch danach so ein bisschen darüber nachdenkt, nachdem klar ist, wir machen das, wir jetzt auch darüber nachdenken, was sind die Inhalte, wie können wir das füllen. Und ich sehe im Grunde hier zwei große Punkte, die aus meiner Sicht noch nicht so ganz kongruent miteinander sind, was dieses Netzwerk eigentlich wirklich auf Dauer auch leisten kann. Das eine ist das, was Sie vorhin, Frau Schüler, angesprochen haben in Ihrem Anregungswort mit dem Stichwort Brain Gain, also auch die Frage von gemeinsamen Antragstellungen, Wissensvermittlung, wie kriegt man das eigentlich hin, dass der eingerostete Kopf sich möglicherweise ein bisschen dreht, also dass man vielleicht auch andere Partner findet, etwa in der Ukraine, ukrainische Partner die Möglichkeit erhalten, mit zum Beispiel deutschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammenzuarbeiten. Alles klar, das ist alles richtig. Das andere, was hier ganz viele von Ihnen schon gesagt haben, ist der Satz, wir wissen zu wenig. Und ich bin mir gar nicht so sicher, ob das hier so stimmt. Also für uns in diesem Raum würde ich jetzt einfach mal unterstellen, stimmt das vielleicht gar nicht so sehr? Und da müsste man wohl mal die Frage stellen, wer sind eigentlich wir? Wer ist dieses Wir, das angeblich zu wenig weiß? Und ich bin eigentlich bei Gwendolyn Sasse, die vorhin gesagt hat, zum ersten oder zweiten Satz, es gibt ja eigentlich eine ganze Menge an Knowledge und Wissen über Osteuropa, whatever that means, in einem weiteren Sinne, aber auch über die Ukraine und die Staaten des problematischen Begriffs postsowjetischen Raums. Die Frage ist natürlich, wie kriegen wir das vermittelt? Und wir haben gesehen, dass in der Situation der unmittelbaren Krise, also unmittelbar nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine im Februar, da waren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Historikerinnen und Historiker, die sich mit Osteuropa im engeren oder weiteren Sinne beschäftigt haben, unfasslich gefragt. Ja, da gab es ein Rieseninteresse. Wir waren in den Schulen, alle waren in den Medien, alle hatten gut zu tun und sollten nun erklären, was hat dieser Putin davor, was passiert hier und was ist los. Und dann ist das irgendwie erlahmt und man stellt so einen gewissen Unmut fest, ehrlich gesagt, wenn man sich unter Historikerinnen und Historikerkollegen umhorcht, insbesondere, dass sie plötzlich nicht mehr so gefragt sind. Und jetzt soll so ein Netzwerk natürlich nicht dazu dienen, Historiker in die Medien zu transportieren, aber so ein Netzwerk könnte einen ganz sinnvollen Effekt haben. So ein Netzwerk könnte nämlich dazu dienen, nach neuen, zeitgemäßen, möglicherweise auch für eine nicht zeitungslesende, nicht Feuilleton konsumierende Generation von Öffentlichkeit Möglichkeiten, Wege zu suchen, Wissen
über den jeweils anderen, die jeweils andere Seite zu kommunizieren und zu transportieren. Und ich glaube, das wäre etwas, was so ein Netzwerk auf eine ganz hervorragende Art und Weise machen könnte. Und auch da sollte man dann überlegen, was könnten die Projekte sein, die das sind. Also, warum nicht nachdenken über gemeinsame Citizen Science Projekte? So etwas wäre ein Ansatz, den ich, glaube ich, extrem produktiv fände und der auch Nukleus sein könnte für weiterführende Projekte. Ich belasse es erstmal dabei. Ganz, ganz herzlichen Dank, aber gestatten Sie mir auch da wieder ein bisschen die Nachfrage, würde nicht folgen aus dem, was Frau Sasse gesagt hat, dass man schon sagen müsste, wünschenswert wäre, dass die jeweils in sehr unterschiedlichen Gruppen von Bevölkerung vorhandenen Kenntnisse über westeuropäische Staaten ungefähr der Level sind, über den man über osteuropäische, also das jeweils jetzt immer in Anführungsstrichen mitgedacht Bescheid weiß. Was weiß man nicht doch so normalerweise über die Geschichte Frankreichs mindestens seit dem späten 18. Jahrhundert? Was weiß man über Geschichten Englands? Was weiß man über Polen? Ja. Was weiß, also ich finde schon, Sie könnten noch ein bisschen kämpferischer an der Stelle auftreten. Also, naja, ich meine, wünschen kann ich mir ja vieles. Ja? Also dass ich das für eine höchst sinnvolle Angelegenheit halte, da sind wir uns, glaube ich, sehr einig. Aber die Frage ist natürlich, wie bekommt man das hin? Ja? Und das ist ja hier kein Wunschkonzert, sondern man muss sich ja irgendwie klar machen, dass so ein Wissen, wenn wir das jetzt einfach mal so bezeichnen, steht ja im Grunde, das steht ja in einer gewissen Konkurrenz zu anderen Wissensbeständen. Natürlich ist das als Historiker oder historisch interessierte Menschen, verstehen wir, es ist komplementär und wir müssen das sozusagen im Zusammenhang begreifen. Sie haben vorhin vieles gesagt über verflochtene Geschichten und dergleichen mehr und das ist alles völlig klar. Nur die interessante Frage ist ja, wie lässt sich das sozusagen aus dem Wunsch in die Wirklichkeit übersetzen? Und da, glaube ich, könnte so ein Netzwerk, wie das hier jetzt konstituierte, extrem sinnvoll sein und hilfreich sein. Und ich glaube, das wäre eine Kernaufgabe dieses Netzwerks. Das ist eigentlich das, was ich sagen will, dass wir genau diesen Transfer sozusagen von wissenschaftlichem Wissen in öffentliches Wissen im Grunde hinbekommen müssten mit so einem Netzwerk. Das könnte eine der Säulen sein einer solchen Initiative, die vielleicht auch tatsächlich dann einen langfristigen Effekt hat, der über die enge Wissenschaft hinausreicht. Jetzt würde ich natürlich fast die Neurophysiologin fragen, wie kriegt man Wissen in Köpfe? Aber das ist vermutlich nicht das Statement, was Sie vorbereitet haben. Und deswegen kündige ich die Frage nur erst für später an. Bitte. Vielen Dank, hört man mich ja. Erstens, das ist ganz simpel. Ich würde sagen, mit dieser Frage können wir am meisten was anfangen. Wie viele 100.000 ukrainische Kinder gibt es jetzt in deutschen Schulen? Das ist der beste Zeitpunkt, um dort anzufangen, weil was wir ganz klar verstehen, und das klang auch heute schon ein paar Mal ein, das ist eigentlich nicht das Unwissen, sondern der Narrativ. Und dieser Narrativ war immer ein anderer. Und es ist noch nie ein ukrainischer Narrativ im deutschsprachigen Raum laut geklungen. Das sind jetzt gerade die ersten Tage oder Wochen auch wirklich jetzt erst, wo wir wirklich uns mit dem ukrainischen Narrativ befassen. Und das ist sehr wichtig, weil das ist eine ganz andere Leseart von denselben Ereignissen, die wir schon längst wussten, ja? Die wir auch aus unserer deutschen Perspektive ganz anderen betitelt haben. Ich werde das jetzt heute nicht aufrollen, aber nehmen wir Katharina die Große und schauen wir auf diese Herrscherin aus der ukrainischen Perspektive. Das ist jemand, der ukrainischen Staat Leftovers von ukrainischen Demokratie absolut zunichte gemacht hat. Es ist jemand, die Ukraine in Sklaverei geschickt hat. Das ist jemand, die Ukraine, ukrainischen Kosakenarmee zerstört und vernichtet hat, nachdem die Kosakenarmee der Zarin geholfen hat, den Krim zu erobern. Ich bin jetzt hier so plakativ und klein bisschen spitzig, einfach damit man sieht, jeder schaut in den eigenen Kopf, was wusste, dachte er zu Katharina der Zweiten, wie die Ukrainer sagen. Und man merkt, es ist ein ganz anderer Narrativ. Und das ist nur an diesem einen Beispiel. Solche Beispiele gibt es
zu Genüge. Und unsere alle Aufgabe ist das wahrscheinlich, wenn wir über das, was auch hier gesprochen, auf die Augenhöhe landen möchten und unsere europäische, gemeinsame europäische Geschichte betrachten möchten, müssen wir diese Narrative zulassen. Und da der russische Narrativ so lange eingeklungen ist, bräuchte man jetzt eine freie Bühne für den ukrainischen Narrativ. Und das müssen wir aber wissenschaftlich begleiten, damit es nicht in die andere Extremität quasi abgleicht, nicht, dass man wirklich mit Slogans eher als mit Daten agiert. Und das ist jetzt sehr wichtig, aber ich denke, das ist auch das, was die Sozialwissenschaftler, Geschichtswissenschaftler machen können, Humanities generell, uns helfen können, diese Narrativ einerseits zu hören, andererseits wissenschaftlich begründet sozusagen da anzubieten. Und zwar tatsächlich in den Schulen, wir haben das heute auch im Laufe des Tages gemerkt, ich war total beeindruckt von unseren jungen Leuten, von allen sozusagen Ländern, die uns heute begegnet sind. Und das ist übrigens ein Gefühl, mit dem ich jetzt durch die Gegend spaziere. Ich treffe so viele tolle junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, auch aus der Ukraine, aus Deutschland, die sich engagieren. Das ist eine andere Generation. Und ich glaube, wir müssen aufgeben mit dem Glauben, dass wir in den sozusagen altansässigen Köpfen und Narrativen viel was ändern können. Aber die neue Generation, an denen müssen wir arbeiten. Deswegen fand ich Ihre Idee, jetzt diese andere Geschichtslesung in den Schulen zu haben, in die Schulen zu bringen, an die Unis zu bringen. Es ist schick. Ich bin aber mir nicht sicher, dass dieses Netzwerk das sozusagen machen kann. Es ist eine Mammutaufgabe, das ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Aber das ist auch sehr wichtig, weil manchmal braucht man ein paar prominente politische Bühnen und danach kann sich das automatisch oder semi-automatisch weiterpflanzen. Dafür wären wir als deutsch-ukrainische Gesellschaft, auch als ukrainische Seite von unseren ukrainischen Kollegen, wären uns sehr dankbar. Und man muss auch sagen, in diesen 30 Jahren, wo ich in Deutschland bin, höre ich zum allerersten Mal seit ein paar Monaten das, was ich mir immer gewünscht hätte, dass man, wie man wahrgenommen wird. Ja. Und wie man davor wahrgenommen war, war ganz anders. Ja. Und durch ganz andere Brille. Ja. Und das ist wirklich, es ist absolut schade, dass es diesen Krieges und diesen Menschensterbens bedarf, damit wir wirklich über unsere Geschichte ganz offen, ja, und in jeder Geschichtsschreibung und in jeder Geschichte jeder Nation in Europa, das haben wir heute auch erörtert, gab es hübsche und weniger hübsche Seiten. Ja. Aber dass diese Seiten ganz offen besprochen werden, beforscht werden und am besten gemeinschaftlich beforscht werden. Das ist wirklich ein Novum und ich wirklich wünsche mir, dass dieses Momentum nicht verloren geht. Aber jetzt ganz kurz zu dem Netzwerk. Dem Netzwerk wünsche ich wirklich alles Gute und ich glaube, das sind drei Pillars, die man jetzt sofort beim Geburt dem Kindern mitgeben muss, damit es klappt. Erstens, es ist als erstes die Idee, wir haben jetzt, und das ist auch so ein bisschen die Ursache, warum wir jetzt darüber reden, wir haben jetzt sehr früh sehr viele junge ukrainische Forscherinnen und Forscher, die jetzt in Deutschland, könnte man sagen, gestrandet sind wegen dieses Krieges und so erste Bemühung, denen zu helfen. Das ist eine richtige Bemühung. Und wie kann diesen Leuten geholfen werden? Sie sollen in unsere Forschungseinrichtungen aufgenommen werden. Das haben wir wunderbar gemacht. Da waren schon wirklich Tage nach Anfang des Krieges, hat jede Uni, haben alle Stiftungen, gab es sehr viel Unterstützung. Aber das ist eine Unterstützung, die kurzfristig, auch kurzläufig, auch kurzatmig und vorübergehend ist. Und das ist irgendwie auch gut so, dass es jetzt, man kann ja diese humanitäre Hilfe nicht unendlich betreiben. Sicherlich, wenn es unendlich Krieg gibt, dann muss man es machen, aber das darf nicht unser letztes Ziel sein. Was wir machen möchten, wir möchten diese Chancen nutzen und wirklich daraus Mehrwert schöpfen. Und wie können wir das machen, auch mit Gewinn für die Ukraine? Wir können aus diesen Leuten jetzt wirklich Entangled European Forscher machen, sei es in der Neurophysiologie, sei es in Geschichte, sei es in allen Bereichen der Forschung. Wir können aus diesen Leuten
wirklich Multiplier machen, Facilitatoren machen, die beide Seiten verstehen, die dieselbe Sprache sprechen im Osten wie im Westen. Aber sie brauchen auch eine Perspektive, damit sie in der Wissenschaft bleiben. Und das ist auch jetzt kein ukrainisches Problem, das ist uns aller deutsches Problem, dass unser junger Nachwuchs in Wissenschaft bleibt. Und wie können wir das machen? Wir müssen Perspektiven schaffen. Wir haben Leute, die schon mit dem, dass sie Wissenschaft jetzt machen, sie haben sich schon diesem Weg sozusagen verpflichtet, ja, aber sie müssen Perspektiven haben. Was könnte das sein für diese Forscher? Das sollte Möglichkeit sein, relativ frühzeitig auch selbstständig, unabhängig von Rahmenbedingungen, die wir nachvollziehen können, auch in 5 Jahren in der zerstörten Ukraine nicht so viel besser werden als heute. Ich habe kroatische Kolleginnen und Kollegen, sie sagen, es gibt Ecken in Kroatien, wo man immer noch Bomben findet und wo immer noch Ruinen stehen und da sind schon 30 Jahre nach dem Krieg. Ja? Das bedeutet für diese Zeit, was brauchen sie? Sie brauchen so ungefähr ein Dioskuri-Programm. Sie müssen haben, und das ist auch sicherlich auch Frage der Finanzierung und das ist sicherlich auch Frage, das kann nicht mit der Gießkanne gemacht werden, aber diejenigen, die sich wirklich qualifizieren, sie brauchen diese Möglichkeit, in der Ukraine zu forschen, auch mit westlichen Geldern in der Ukraine zu forschen, weil das wäre sofort und das ist das, was wir zurückgeben. Und wir wissen auch, dass wir werden sehr viel profitieren von diesen absolut tollen, supergebildeten, guten Leuten, die zu uns gekommen sind. Das kriegen wir leider Gottes auch in diesen ganz schwierigen Zeiten geschenkt. Was wir zurückgeben, wir geben denen die Möglichkeit, sich zu entscheiden und diese doppelte Affiliation haben, um nie mit der alten Heimat sozusagen brechen zu müssen und die Möglichkeit haben, auch dort zu forschen. Und das wäre super, das bedeutet ganz aus meiner Sicht für das Netzwerk bräuchte ich mir erstens die tollen Eingangsbedingungen, dann die gute Ausbildung, die wir tatsächlich leisten können, die Perspektiven für die Zukunft, Unabhängigkeit, auch auf unsere Kosten, auch in der Ukraine. Und das ist ganz wichtig, Tandemprojekte. Wir waren total begeistert. Wir haben in unserer deutsch-ukrainischen akademischen Gesellschaft dank DAD ein Projekt durchführen dürfen, wo wir Nachwuchswissenschaftler aus Ukraine und aus Deutschland auf Gruppenleiterniveau zusammengebracht haben. Und ich glaube, das ist eine Konstellation, die Ukraine auf längere Sicht helfen wird. Weil dann kann man Ressourcen tauschen, das, was man in Deutschland beforschen kann, beforscht man in Deutschland, wo man Feldstudien in der Ukraine braucht, kann man das in der Ukraine machen und so weiter. Und wenn junge Leute solche Forschungstandems machen, bringt es uns Diversität, nachdem wir so auch händeringend jetzt suchen. Es bringt Unterstützung den ukrainischen Partnern. Es gibt Zukunft. Da bringt Zukunft für Europa. Und ich glaube, das, was uns Ukraine schon sofort gegeben hat und was wir eigentlich auch nicht so erwartet haben, so auch ein klein bisschen Antwort auf Ihre Frage, was wir wissen, was wir nicht wissen, was ich sogar, und ich mut mir ein, ich weiß viel über Ukraine, ich bin selber in Kiew geboren und wie Sie verstehen, aber was ich eigentlich nicht wusste, diese unglaubliche Fähigkeit zur Resilienz. Und ich denke, diese Resilienz wünsche ich uns allen und dass wir von Ukraine in dieser Richtung lernen. Vielen Dank. Ganz, ganz herzlichen Dank. Frau Sasse hat ja am Beginn Präzision angemahnt und bei einigen Termini vorgeführt. Ich fand sehr, sehr schön, dass wir jetzt im Grunde bei dem häufig zu hörenden, es ist zu wenig Wissen da, auch an Präzision gewonnen haben, weil deutlich geworden ist, ja, es steht ja schon in Zerbst eine Statue von Katharina, aber das, was mit dieser Statue verbunden ist und wie sie gesehen wird, braucht, wie Sie gesagt haben, ein anderes Narrativ. Also es geht nicht nur einfach um weiteres Wissen, sondern es geht darum, das vorhandene Wissen auch multiperspektivisch zu machen. Jetzt haben Sie gerade den Kopf geschüttelt, Herr Ginder, dann müssen Sie das auch kurz noch explizieren. Ja, ich wollte nur sagen, also ich glaube, was glaube ich wichtig ist, ist, dass man nicht die eine absolute Position gegen eine andere austauscht. Also ich glaube, das war nur mein Punkt, weil Sie gesagt haben, wir brauchen ein anderes Narrativ. Ich würde ja sagen, wir brauchen die Multiperspektivität. Und ich glaube, es ist schon auch wichtig, dass man sich mit dem
imperial positiven Bild Katharinas II., wenn wir jetzt einfach mal bei dem Beispiel bleiben wollen, natürlich auch auseinandersetzt. Und das hat natürlich aus einer historischen Perspektive auch seine Berechtigung. Das kann man nachvollziehbar machen. Und das ist das, was wir als Historikerinnen und Historiker tun, dass wir versuchen, solche Perspektiven zu begreifen, nachvollziehbar zu machen, zu erklären. Und da gehören natürlich ganz unterschiedliche dazu. Das war nur mein Punkt, weil ich hatte Sie so ein bisschen verstanden, als würde das in so eine andere Absolutheit gehen. Um Gottes Willen, dann hätten Sie mich gräußlich missverstanden. Nein, ich wollte nicht sagen, wir brauchen zur Ersetzung des einen Monopolnarrativs ein neues Monopolnarrativ, sondern das ist ja gerade die wunderbare Chance eines solchen Netzwerkes, dass Sie das, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer von Ihnen es genannt hatte, dass auch aus der Perspektive beispielsweise der Ukraine auf die französische Geschichte geschaut wird. Das ist ja gerade die Beschreibung dieses in vielfachen Prisma, hatte ich vorhin gesagt, Formen, wie aufeinander geblickt werden kann. Ich würde gern, bevor wir dann beim Buffet in einen völlig freien Austausch miteinander treten können, noch zwei Gesprächsgänge hier auf dem Podium führen. Und der eine setzt an bei dem, was Sie gesagt haben. Wie ist denn das im Augenblick in Kiew mit dem Internet und wie ist es mit dem Strom? Also was können wir im Augenblick tun, neben der, glaube ich, sehr spannenden Idee, jetzt schon virtuelle Möglichkeiten für spätere Berufsformen, also sozusagen unsere Beschäftigungsdiskussion, die wir in Deutschland führen, nicht nur für deutsche Leute zu führen, wie bringen wir jüngere Menschen in verlässlichere Karrieren, sondern auch Verantwortung in Europa mit zu übernehmen. Das ist im Augenblick eine auch sehr deutsche Diskussion. Das fand ich sehr interessant, dass das auch eine europäische werden muss und dafür die Ukraine auch ein Thema ist. Was können wir tun? Das ist jetzt sozusagen eine Frage, die würde ich gern an Sie alle stellen. Und dann würde ich noch eine zweite Frage in der Richtung stellen, der längerfristigen Veränderungen. Sie haben ja gesagt, es ist schwierig, Curricula zu ändern. Ich denke immer mal an diese wunderbare deutsch-polnische Schulbuchkommission. Ich denke an die Versuche von israelischen und palästinensischen Historiker in ein nicht gemeinsames Narrativ, aber jedenfalls eine Hinordnung von Narrativen aufeinander, so kann man vielleicht sagen, zu entwickeln, dass wir uns da im zweiten Gesprächsgang drüber unterhalten. Aber die erste Frage, Sie haben Probleme sehr bedrängend geschildert. Das konnten wir ja auch heute Morgen sehen. Man muss neben dem Generator sitzen, damit überhaupt WLAN da ist. Was empfehlen Sie ganz konkret zu tun und was sind dann so die nächsten Schritte? Wie können wir helfen, dass jüngere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in diesem vom Angriffskrieg gebeutelten Land verlässliche Karriereperspektiven und nicht nur ein Stipendium für ein halbes Jahr oder ein Jahr bekommen? Ja, vielen Dank für diese sehr komplexe Frage. Also ich glaube, dass ich vielleicht nochmal auf das Thema von Archiven zu sprechen kommen möchte. Erstmal, das ist im Allgemeinen so, das sind nicht nur die Menschen, die Forschende, die aus der Ukraine stammen, sondern einfach alle, die mit den ukrainischen Themen jetzt arbeiten, sind davon betroffen, dass die Zugänge zu den Archiven erschwert sind. Und da kann ich aus der Perspektive der Menschen, die ihre Dissertationsprojekte jetzt fertigstellen müssen, dass es deutlich erschwert ist, weil man einfach nicht man kann einfach in den meisten Fällen nicht hinfahren und vor Ort forschen, wie man das normalerweise gemacht hat. Und da müssen eher, glaube ich, die erfahrenere Kolleginnen eine Lösung vorschlagen. Das wäre einfach sehr wichtig, dass man das im Auge behält, dass es einfach
unglaublich schwierig ist, jetzt gerade die Forschungsprojekte zu Ende zu bringen, vor allem wenn man begrenzten Zeitplan hat. Und es ist sehr schade, jetzt von den Themen einfach abzurücken aufgrund von diesen Außenumständen. Einfach so zu denken, okay, ich muss jetzt diese Dissertation fertig kriegen, deshalb mache ich da Abstriche, also ich liefere irgendwelche Arbeit einfach, um diese Dissertation fertigzustellen. Hier wäre es, also ich glaube, im Allgemeinen einfach ein Gespräch notwendig. Und davon ist übrigens nicht nur die Themen betroffen, die mit der Ukraine zu tun haben, weil wir wissen, seit den Gesetzen, seit der Öffnung der ukrainischen Archive von den sowjetischen, ehemaligen sowjetischen Organen 2016, gab es sogenannten Archivtourismus in der Ukraine. Also auch belarussische und russische Kolleginnen sind in die Ukraine gefahren, weil sie eben in Russland und in Belarus zu bestimmten Themen nicht forschen konnten. Das heißt, das ist jetzt also nicht nur das betrifft nicht nur ukrainische Studien. Genau, also von daher natürlich einfach die Sicherung, aber ich weiß, dass es gibt schon mehrere Projekte, es gab schon mehrere Initiativen, die eben unterstützen ukrainische Archive bei der Digitalisierung. Und es gibt auch die Versuche, zum Beispiel, das wiederherzustellen. Sie kennen alle also das Beispiel von Tschernihiv-Archiv, wo bereits am 25. Februar eine Rakete eingeschlagen ist und über 9000 Akte, wenn ich mich nicht irre, von den repressierten Personen vernichtet wurden. Und es gibt auch Projekte, wo die Kolleginnen versuchen zu sammeln, einfach das, was man schon einmal mal kopiert hat und so weiter. Aber soweit ich weiß, der Stand ist jetzt gerade, dass man gerade so 900 Akten gesammelt hat. Das sind diese praktischen Sachen, über die man nachdenken muss. Also, und ich würde einfach sagen, dass man weiterhin in die Richtung auch gucken soll. Natürlich ist die Nachhaltigkeit unglaublich wichtig, aber wir sollen einfach auch das sichern, was jetzt gerade da ist. Genau, also von daher, diese Projekte, die es gibt zur Unterstützung zur Digitalisierung, sollen auch nochmal also gestärkt werden. Also würde ich jetzt als Erste sagen. Könnte Frau Sasse die Idee des Wissenschaftskollegs sozusagen jetzt schon ein virtuelles Institute for Advanced Study einzurichten, auch eine Idee sein, wie man auf längere Sicht jüngeren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern eine Perspektive für die Ukraine geben kann? Also auf jeden Fall. Ich glaube, das ist eine tolle Initiative. Und je früher es losgeht und auch virtuell und später mag es sogar auch virtuell und auch in Präsenz funktionieren. Ich glaube, wir müssen uns davon verabschieden, dass es immer das eine oder das andere nur geht. Ne? Dann natürlich macht man genau diese auch transnationalen Verbindungen, die es weiter geben wird, auch als Realität dieses Krieges, muss man natürlich auf die Kombination setzen. Und ich halte es für ein sehr wichtiges Element, weil es auch nochmal wieder andere Vernetzungs- und Verknüpfungsmöglichkeiten bietet. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich kein Ersatz für Wissenschaftsstrukturen, die auch das Verbleiben in der Wissenschaft langfristig garantieren. Das ist also für viele ist es eine zusätzliche Auszeichnung oder eine erste Möglichkeit, je nachdem, auf welcher Karrierestufe man sich vielleicht befindet. Aber es ist also eine Auszeichnung und etwas, was stark motiviert. All das wird gebraucht. Aber es ist kein Ersatz für die regulären Strukturen, sage ich jetzt, an Universitäten oder anderen Forschungseinrichtungen. Und ich glaube, es braucht dafür vor allem jetzt den Blick über dieses, haben wir schon mehrmals, glaube ich, auch heute Abend gesagt, und Sie haben es auch gleich angesprochen, über die kurzfristigen Hilfsmaßnahmen hinaus. Und das ist gar nicht so einfach. Und ich glaube, wir alle in unterschiedlicher Form bemühen uns darum. Aber viele, die aus der Ukraine geflüchtet sind und jetzt kurzfristig irgendwo angebunden sind, finden es sehr schwierig. Und es gibt auch gar nicht die vielen Programme, daran anzuknüpfen. Also wenn man schon einmal ins Ausland gelangt ist, qualifiziert man sich einfach nicht mehr für die am meisten gefährdete Kategorie zum Beispiel. Und es gibt aber auch, ich sehe keine wirklich groß angelegten, kann man in der jetzigen Lage sagen, gut, Budget wird überall gebraucht und gibt es überall nicht, aber es wird einen wirklich diesen Weitblick brauchen, dass man auch wirklich Förderprogramme auflegt, die genau für die Menschen sind, die schon einmal angekommen sind, aber jetzt nicht zurück können oder nicht zurück wollen und dass es weitergeht. Dass auch damit verbunden ist, vielleicht der Punkt, den ich so im Vorbeigehen erwähnt habe,
Also auch diese große, auch wissenschaftliche Herausforderung, das abzubilden, was gerade passiert, das braucht, und ich glaube an vielen Stellen warten viele darauf, das braucht auch Förderprogramme, die das ermöglichen. Das geht über jeden einzelnen Wissenschaftler, jede einzelne Wissenschaftlerin und die einzelne Disziplin hinaus. Und was ich vor allem wahrnehme, ist ganz viele Pilotprojekte überall, weil niemand wirklich Mittel und Kapazitäten hat, es zusammenzuführen. Und ich glaube, das ist auch eine weitere große Herausforderung. Und Ihr Netzwerk ist da ein, glaube ich, oder der Beginn dieses Netzwerks ist ein weiteres wichtiges Signal, dass das eingefordert werden muss. Aber das alles zusammen, momentan ist noch schwer vorstellbar, wie daraus nachhaltige Strukturen im Sinne von wirkliches Verorten einzelner Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, entweder, wenn es jetzt bei uns ist, in Deutschland oder woanders ist, oder eben auch die Rückkehr wirklich damit zu gestalten. Ich glaube, da müssen wir einfach ehrlich sein. Da wird alle diese Initiativen, die wir derzeit haben, werden dafür nicht ausreichen. Und leider ist es momentan ein bisschen unklar, woher so das Momentum kommt und wo auch die Finanzen, die dann für so etwas auch gebraucht werden, auch kommen können. Ich glaube, das gehört einfach zur Ehrlichkeit dazu. Aber Sie fragten eben auch, was können wir noch tun? Also ich glaube, ein Beispiel, wovon Sie heute auch sehr beeindruckt waren, mit welcher Resilienz und mit welcher auch Intensität weiter geforscht und gelehrt wird und in Kellerräumen und so weiter, dass eben auch unser Interesse daran und die auch Menschen, Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, Studierende einzubinden, jetzt in diesem Fall aus der Ukraine, ist ganz wichtig. Und ich nehme durchaus schon etwas wahr, dass das schon wieder etwas im Abklingen ist. Also sowohl bei Veranstaltungen, von denen es im Februar sehr viele gab, virtuell, und wo eigentlich immer genau darauf geachtet wurde, dass auf jeden Fall auch Stimmen aus der Ukraine, also kann physisch in der Ukraine oder aus der Ukraine sein, dabei waren. Und jetzt gehen wir mit 2023 doch wieder, zumindest in den Sozialwissenschaften, wo ich einen besseren Überblick habe, bei den ganz großen sogenannten internationalen Konferenzen zum Präsenzbetrieb über. Also es ist zum einen der Wunsch nach der Pandemie, wieder zusammenzukommen. Aber in einem derzeitigen Kontext hat das natürlich nur eine Folge, dass man genau die wieder ausschließt, die so und so schon schwieriger Zugang hatten. Das darf uns nicht passieren, das ist auch keine Notwendigkeit. Wir wissen, wie wir das parallel machen können. Also ich glaube, es sind auch manchmal so kleine Momente, nicht in das zurückzufallen, was man sich aus anderen Gründen wünscht. Aber dann, dass es gleich wieder zu diesem Zeitpunkt ein ganz klares Signal und eigentlich ein Ausschluss ist. Ja, man soll ja nie Wünsche an Zeitungen und andere Medien äußern, aber das wunderbare Bild von Herrn Brick in seinem Keller heute Morgen, das ist eine schöne Illustration. Und ich glaube, wenn wir versuchen können, ich beobachte das ähnlich, also so ein Abflauen, wenn wir versuchen können, die Bilder derer in den Kellern in Kiew wachzuhalten und in unseren Konferenzen und über die Konferenzen hinaus auch zu präsentieren. Das ist eine ganz elementare Funktion, die wir wahrnehmen können. Und das hatten Sie ja auch gesagt, dass also eine Funktion des Netzwerkes sein kann, um einen Lepenies-Begriff zu verwenden, ein Tauschplatz, also in dem getauscht wird Informationen über Stipendienmöglichkeiten, in denen getauscht wird Informationen darüber, wo man vorstellig werden muss, um Fortsetzungen einzufordern, dass Kenntnisse ausgetauscht werden. Also ich finde diese Vorstellung vom Tauschplatz eine wunderschöne, weil sie auch das auf der Augenhöhe, nicht ich habe was und der andere hat auch was, und auf diese Weise kann es getauscht werden. Sie nicken? Gut. Ja, Herr de Wolf, ich wollte Sie ein bisschen fragen, gibt es Erfahrungen, die Sie so im Netzwerk, Sie haben ja auch relativ erfolgreich versucht, sich zu verdauern, wenn ich das richtig sehe, der große Reckaufschwung im deutschen Wissenschaftssystem, aus Projektförderung wird Verdauerung und man bekommt die große Turnerinnenmedaille. Was können Sie empfehlen, denen, die jetzt jeden falls für dauerhaftere Förderung und Unterstützung suchen und fragen? Genau, ich glaube, man muss erstmal wesentlich unterscheiden zwischen genau dieser Einfrage nach der Verdauerung im wissenschaftlichen Betrieb und gleichzeitig dessen, was so ein Netzwerk letztendlich leisten kann und leisten soll. Ich glaube,
der Mehrwert, den die einzelnen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, also jetzt nochmal rein aus der Karriereperspektive, aus so einem Netzwerk, wie auch immer es dann im Endeffekt genau aussieht, und es ist auch egal, ob das jetzt die Junge Akademie in Deutschland ist oder das noch zu gründende Netzwerk verschiedener europäischer Länder und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in denen. Den Mehrwert, den man daraus immer zieht, ist ja schon, also zunächst mal neben der Vernetzung selbst, natürlich auch eine erhöhte Sichtbarkeit, die Freiheit, Dinge durchzuführen, die man sonst nicht hätte durchführen können. Das ist natürlich immer mit zusätzlichem Aufwand und zusätzlicher Zeit verbunden, aber ich glaube, es ist also allein schon erstens von der Erfahrung her und zweitens natürlich auch nochmal von einem gewissen Prestige-Gedanken her gedacht, immer eine Möglichkeit, also so, dass man implizit immer einen Mehrwert daraus hat. Nichtsdestotrotz glaube ich, kann ein Netzwerk, wie auch immer es genau aussieht, einen nicht davon entbinden, dass man sich am Ende in der eigenen Disziplin natürlich durchsetzen muss. Also das wird immer passieren. Ich glaube, man kann viel Erfahrung und Austausch gewinnen, aber am Ende des Tages, zumindest wenn ich es jetzt wieder aus der deutschen Sicht sage, dann muss ich eben halt irgendwann mal vorsingen. Und dann gibt es halt irgendwann mal die direkte Konkurrenz, und das werden wir durch ein Netzwerk nicht ändern können. Und vielleicht ist die Struktur in einem anderen Staat dann ein wenig anders, in einem anderen Land ein wenig anders, aber letztendlich irgendwie ja vergleichbar. Nichtsdestotrotz glaube ich aber, dass eben das Netzwerk andere Dinge leisten kann darüber hinaus. Also ich finde eigentlich, zumindest für mich, wenn ich das anfügen darf, ist diese Frage nach der persönlichen Karriere nicht so sehr die essentielle eigentlich von dem, was so ein Netzwerk leistet, sondern ich glaube, welchen Mehrwert es insgesamt bieten kann für ein wissenschaftliches System in einzelnen Ländern und dann eben insbesondere vor dem Gedanken des hier zu gründenden Netzwerks, was es sozusagen insgesamt auf europäischer Ebene bieten kann. Und ich glaube, wenn ich das noch ergänzen darf, weil das jetzt mehrfach gefragt wurde, also sowohl heute den Tag über in der Diskussion als auch hier, das ist Anklang, also wie genau soll das denn aussehen und was ist genau das Ziel, was muss das dann am Ende erfüllen, das Netzwerk, oder was ist das Wichtigste? Und ich glaube eigentlich nicht, dass das die primäre Frage ist, sondern die primäre Frage ist, glaube ich, wie gewinnen Sie die richtige Gruppe an Personen, die engagiert sind und für diese Sache brennen? Und wie gestalten Sie das so, dass da zunächst mal ein großer Freiraum ist, eine große Sichtbarkeit, eine natürlich auch gepolstert durch ein gewisses finanzielle und personelle Struktur, um eben die Möglichkeit zu geben, Dinge umzusetzen? Und dann fragt man sich zum Beispiel, ich greife jetzt mal eine Sache raus heute aus der Diskussion, ja, aber das ist ja dann interdisziplinär. Wie schaffen Sie das denn da irgendwie interdisziplinär zu arbeiten? Ich glaube, das ist keine Frage, die Sie beantworten müssen. Das schaffen die Leute dann schon. Die kriegen das schon hin. Wenn die engagiert sind und wenn die das wollen und den Freiraum haben, dann finden die darauf schon die Antwort. Solange sie die Möglichkeit geben, das haben wir heute mehrfach auch gesagt, dass das Ganze self-governed ist in weitesten Sinne, dass sie selber den Freiraum haben zu gestalten, dann werden diese Grenzen von den Personen selber am Ende schon überwunden. Aber der Freiraum muss eben da sein. Und dann glaube ich viel essentiellere Dinge, dass man Vertrauen zueinander hat, dass man sich auf Augenhöhe begibt und miteinander auf Augenhöhe spricht. Das sind, glaube ich, wesentliche Voraussetzungen, um das Ganze erfolgreich zu gestalten. Vielen Dank. Ich widerspreche Ihnen nur an einer Stelle zart. Ich glaube, ich hätte, wenn ich damals schon vor meinem ersten Vorsingen Mitglied eines solchen Netzwerks gewesen wäre, schöner vorsingen können. Meine Antike hatte ziemlich lange kein schwarzes Meer, sondern so einen deutschen Gymnasialblick. Ich glaube, mit ukrainischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern wäre mir das nicht passiert. Aber das mag disziplinabhängig sein, wie viel man fürs Vorsingen für und von einem solchen Netzwerk profitiert. Meine sehr kluge Uhr sagt, Zeit aufzustehen. Bevor ich dem Ratschlag der Uhr folge und vermeide, dass immer am Ende steht, BBAW dauert
etwas länger, das wäre ja auch nicht gut. Und wir haben ja dann die Möglichkeit, uns beim Buffet auszutauschen. Wollte ich Sie alle der Reihe nach nochmal fragen, was empfehlen Sie dem Netzwerk für einen längerfristigen Ansatzpunkt? Wir haben ja manches schon genannt, die Curricularentwicklung, die Möglichkeit sozusagen, so wie es in Berlin eine Law-Klinik gibt, eine Grant-Klinik, also so viele unmittelbare Formen des Austausches. Also einfach die Frage an Sie, was geben Sie sozusagen als Geburtshelferinnen und Geburtshelfer dem Netzwerk mit? Und wir fangen bei Ihnen an und gehen dann einfach die Reihe bis zu Ihnen. Sie sind aber nur der Vorletzte, weil ich dann noch ein Schlusswort sage. Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir haben schon eigentlich alles gesagt. Das ist jetzt nur Zeit, so zusammenzufassen. Ja? Und das, was wir gesagt haben, dass sich auf Augenhöhe begegnen, dass unbedingt alle Perspektiven und alle Narrativen mit einbeziehen. Ich glaube auch, wie Sie gesagt haben, es wird total spannende Reise. Wir haben das so klein bisschen auch bei uns in der deutsch-ukrainischen Gesellschaft, ist auch alle Fächer vertreten und wir wirklich sind sehr begeistert immer wieder, wie man sich bereichern kann. Ich würde auch sagen, dass man tatsächlich denken muss an Leute, die unsere junge Generation, die eigentlich 24/7 auch andere Aufgaben haben. Ja, und das haben wir heute kein einziges Mal angesprochen. Ja. Es ist tatsächlich sehr viel und wir geben noch was Zusätzliches drauf. Das bedeutet, dafür brauchen wir Freiräume, dafür brauchen wir auch eine Sichtbarkeit. Das muss sich lohnen auf eine oder andere Art, dieser Einsatz, weil wenn Leute nicht selber von sich selbst brennen und dieses Brennen nicht sozusagen unterstützt wird und auch was bringt und auch was trägt, wird das schwierig, weil jeder hat den Alltag und der Alltag wird einen einholen. Das bedeutet, es muss schon tatsächlich Perspektive auch für die engagierten Leute, die sich hier engagieren, unbedingt geben. Und ich will auch noch ein Wort sagen, die wir davor noch nicht angesprochen haben, sich vernetzen. Wir haben auch den Eindruck, ich glaube alle hier in diesem Saal, dass jetzt sehr viel Initiativen gibt, auch sehr viele junge Initiativen gibt. Es gibt auch auf der europäischen Ebene junge Akademien von unterschiedlichen Sorten. Und es ist wahrscheinlich unklug, wenn wir mit diesem Netzwerk noch eine zusätzliche Facette der Branchenbewegung da reinsetzen. Ich würde schon sehr dafür plädieren, dass wir uns vernetzen auf allen Ebenen und dass wir wirklich dann in eine Kerbe schlagen, dann sind wir viel, viel erfolgreicher. Und das wünsche ich unbedingt dem jungen Netzwerk, deswegen sowas. Und dann noch eine ganz kleine Kleinigkeit zur vorherigen Frage, wenn ich darf. Was auch sehr wichtig ist, die Leute in der Ukraine, die Forschenden in der Ukraine mitzunehmen, das ist einerseits von der ukrainischen Seite, und das versuchen wir zu unterstützen, Smart Specializations, weil zum Beispiel als Neurowissenschaftlerin kann ich nicht genug von Data Science, Bioinformatics und Folgendem haben, und das können die Ukrainer heute und jetzt an der Stelle. Und was wir in Deutschland uns erlauben müssen und unser Bürokratie dazu bringen, dass diese Leute in der Ukraine auch angestellt werden dürfen. Ich glaube, wir sind auf gutem Weg dorthin, aber noch nicht ganz. Und das ist eine sofortige Win-Win-Situation. Und wenn die Ukrainer jetzt schon überlegen, was können wir auch im Keller machen, wie zum Beispiel Big Data analysieren, und wir hier überlegen, was können wir anbieten und so einen Marktplatz auch über dieses Netzwerk anbieten, da können wir auch sofort auch die Ukrainer in der Ukraine unterstützen. Vielen Dank. Vielen Dank. Herr de Wolf, Sie haben schon gesagt, es kommt auf die Leute an, die für etwas brennen und was miteinander anstellen. Weitere Ratschläge? Genau, also ich glaube, ich fall auch auf die Gefahr hin, also sozusagen, dass ich ein paar Sachen wiederhole, die ich gerade gesagt habe, also jenseits der Leute. Ich denke, also erstmal vor allem eine große Freiheit und eine Self-Governance, das umzusetzen, sich die gemeinsamen, die Themen zu setzen, für die man gemeinsam für am wichtigsten hält in dieser Gruppe. Dann eben genügend administrativen und finanziellen Support, um das Ganze umsetzen zu können, und eben eine gewisse Sichtbarkeit. Das ist, glaube ich, erstmal sozusagen das, was man an der Ausstattung braucht.
dann im Umgang miteinander, Sie haben es gerade eben gesagt, sich auf Augenhöhe begegnen, Vertrauen zueinander haben und den Austausch zu bilden. Und ich glaube, dann, das ist vielleicht ein Punkt, der noch gar nicht so richtig hier diskutiert wurde, die Frage, also warum, was ist denn jetzt sozusagen der Mehrwert, dass es speziell Leute sein sollen in einer frühen Karrierephase. Und ich glaube, das hat aber einen ganz essentiellen Mehrwert, dass man, wenn wir es schaffen, den Austausch zwischen den verschiedenen Ländern herzustellen in dieser frühen Karrierephase und dass idealerweise ja Personen sind, die in der Wissenschaft verbleiben, die werden ja irgendwann älter. Und die übernehmen ja irgendwann vielleicht andere Rollen in den Gesellschaften, in denen sie eben aktiv sind. Und dann tragen sie ja eben diesen Austausch, den sie gelebt haben, schon mit in diese Institution hinein. Und ich glaube, das kann dann wirklich langfristig eine Perspektive bieten, damit wir eben alle mehr zusammenwachsen können. Vielen Dank, Frau Sasse. Sie haben gleich am Anfang schon einen ganz wichtigen Hinweis gegeben. Begriffe präzise verwenden. Das ist, glaube ich, gerade wenn Menschen aus unterschiedlichsten Traditionen zusammenkommen, immer kennt man von den großen interdisziplinären Sonderforschungsbereichen die Gefahr, dass wir ähnliche Worte verwenden und doch was ganz Unterschiedliches meinen. Sie haben gewiss noch weitere Ratschläge. Ja, einer, der vielleicht dazu gleich passt, ist, das klang jetzt auch schon mehrmals an, ich glaube, wenn so ein Netzwerk gut funktioniert, dann, oder was ist wirklich der Mehrwert? Sie sprachen das eben auch an, das müssen also Freiräume und dann auch mit Ressourcen unterfütterte Freiräume sein, etwas zu machen an einem Ort, was man sonst so nicht umsetzen kann, sei es jetzt in der Ukraine oder an irgendeinem anderen Ort. Und das wird dann sozusagen für die einzelnen Personen, aber auch für das gesamte Netzwerk, glaube ich, sozusagen der Mehrwert, wenn das richtige Wort ist, sein. Und diese Räume, wir stellen uns ja manchmal, Sie sprachen das auch an, vielleicht das Interdisziplinäre, auch dieses Wort wird ja sehr häufig erwähnt und es ist in bestehenden universitären Einrichtungen sehr schwierig, das wirklich zu praktizieren. Und wenn es aber gelingt, das zu ermöglichen, eben über Projekte, über Dinge, vielleicht schon das Hinterfragen von Begrifflichkeiten in den eigenen Arbeiten, dann ist damit, glaube ich, schon viel gewonnen. Wo Sie gerade noch auf Begriffe ansprechen, ich würde einen Begriff wie Klinik auch vermeiden. Also ich glaube, das ist genau nicht die Augenhöhe zu sagen, jetzt trainieren wir alle ran, sodass sie dann auch endlich im westlichen Gerangel um Drittmittel mitwirken können. Also ich glaube, das ist genau, davon gibt es auch einiges, auch Mentoring, das klingt mir alles schon gar nicht so ganz nach Augenhöhe. Also ich glaube, da muss man auch bei dem Benennen der Versatzstücke dann dieses Netzwerks nochmal drüber nachdenken. Und was mir auch noch wichtig wäre, und das klang aber jetzt auch schon mehrmals an, ich glaube, so ein Netzwerk ist, weil es eben schon auch nicht das vielleicht das einzige dieser Art sein wird, aber es gibt halt schon recht viel, dass es eben nicht als solitär gedacht werden kann, sondern dass es sich sofort aktiv weiter vernetzen muss und eben auch an diese Nachhaltigkeit des Ganzen denken muss. Das klang schon in Ihren Worten an, aber es ist eben nicht nur ein Netzwerk und dazu gehört dann die Logik, dass neben dem Mehr, was es bietet für die Beteiligten, dass man auch darüber nachdenkt, wie eben die Einzelnen, die mitwirken, doch in sehr unterschiedlichen Kontexten verortet sind und dass das, was sie in das Netzwerk einbringen oder was sie auch wieder sozusagen mitnehmen daraus, das muss eben auch zu ihren ganz verschiedenen Kontexten passen. Denn sonst hat man so eine gewisse Zeit, eine ganz tolle Erfahrung, aber sie ist eben nicht die Erfahrung, die man im Wissenschaftsalltag macht. Und ich glaube, diese Verbindung immer wieder hinzukriegen und dann in beide Richtungen weiterzudenken, im Netzwerk, aber eben auch an den Orten, von denen die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen kommen, ist, glaube ich, eine tolle Aufgabe, aber auch eine schwierige. Der Begriff Klinik war natürlich so gemeint, die jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten am Patienten, dem Wissenschaftssystem. Ach so. Was haben Sie für Ratschläge? Ja, also es wurde schon sehr viel gesagt und ich habe eigentlich versucht, mich in die 2 Minuten am Anfang zu halten und alles kurz und präzise zusammenzufassen. Deshalb will ich jetzt nicht das Gesagte wiederholen. Ich glaube, ich würde gerne anknüpfen an 2 Punkte in unserer Diskussion, die ich wichtig finde. Zum einen fand ich spannend, dass wir viel uns darüber ausgetauscht haben, also wie viel Wissen es in diesem konkreten
konkreten Fall über die Ukraine. Wir könnten es aber auch fortsetzen mit anderen Ländern, es tatsächlich gibt. Und es wurde gesagt, es gibt eigentlich Wissen, aber es kommt jetzt nicht in die Gesellschaft. Also ich würde an dieser Stelle schon tatsächlich sagen, dass es gibt Wissen, aber es gibt Wissen vor allem über die jetzige Situation oder das Wissen über die Situation seit 2014, seit Maidan, also seit der Annexion von der Krim. Also ich glaube, wir sollen da, also vor allem, das sage ich als angehende Historikerin, ich glaube, da ist es schon ganz wichtig zu schauen, dass um diese Komplexität zu verstehen, brauchen wir auch das 19., 18. Jahrhundert und deshalb würde ich schon auch sagen, ich vermute, wenn ich hier jetzt nicht, aber wenn ich jetzt einfach nach draußen gehen würde und auch die Menschen fragen würde nach ukrainischen Schriftstellerinnen, ich vermute, da würde die Antwort, vielleicht kennt man mittlerweile Serhii Jadan, aber ich glaube nicht, dass man Lesya Ukrainka nennen kann, Olha Kobylanska und so weiter. Also ich glaube, die Situation wäre ganz anders, wenn ich nach russischen Schriftstellerinnen fragen würde. Und deshalb würde ich schon sagen, dass wir sehr viel Bedarf haben, da Wissenslücken nachzuholen und eben nicht nur über das, was jetzt passiert, sondern einfach sich deutlich mehr, und das betrifft nicht nur die Ukraine, sondern auch Tschechien, Georgien, Belarus, einfach nochmal unseren Blick ein bisschen zu ändern. Und das fällt mir immer wieder in den Diskussionen, dass wir so ein bisschen verfangen sind in den gleichen Themen. Und wenn wir über die ukrainische Themen sprechen, sprechen wir immer wieder über das Gleiche und sehr selten über eben ukrainische Literatur über das 19. Jahrhundert und so weiter. Deshalb würde ich sagen, dass es toll wäre, wenn wir versuchen, also da ernsthaft zu versuchen, die Geschichte und ihre Komplexität zu verstehen und eben nicht neue, keine neue Narrative zu schaffen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, sondern genau einfach tatsächlich zu versuchen, die Verflechtungsgeschichte der Region und der Ukraine zu verstehen. Jetzt habe ich mich wiederholt. Vielen Dank. Ganz und gar nicht. Sie haben angeregt, dass wir, wenn wir nächstes Jahr nach Weihnachtsgeschenken in diesen Tagen suchen oder Chanukka-Geschenken in den Laden gehen können und die Palette der dort liegenden ukrainischen Übersetzungen oder also Übersetzungen größer geworden ist. Und das kann ja auch eine solche Funktion eines Netzwerkes sein, mit Verlagen in Gesprächskontakte zu treten und in der Form der Wissenschaftskommunikation noch mal ganz anders auszustrahlen, damit wir nicht auf die Befunde in diesem Winter angewiesen sind. Genau, und das, daran kann ich ganz wunderbar anknüpfen. Ich habe drei ganz, ganz kurze Punkte nur. Der erste ist, ich glaube, das Netzwerk muss sich ein bisschen entscheiden. Herr De Wolf hat zwar vorhin gesagt, die Leute, die Teil des Netzwerks sind, die wissen dann schon, was sie tun, wenn sie den Freiraum bekommen. Das ist sicherlich richtig, aber ich glaube, es ist eine ganz wichtige und grundlegende Entscheidung, sich nochmal zu überlegen, soll dieses Netzwerk tatsächlich dem wissenschaftlichen Austausch dienen, der Kooperation ganz unterschiedlicher Disziplinen, von Neuroscience bis Geschichte, von Philosophie bis Plasmaphysik, was weiß ich. Das ist nobel, ehrenwert und richtig gut und wird dazu beitragen, Wissenschaft zu vernetzen. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist das, was Sie jetzt angedeutet haben. Verlag, Öffentlichkeitsarbeit, Wissenschaftskommunikation. Das geht natürlich Hand in Hand. Ich verstehe das. Da gibt es Überschneidungen. Und das hier so oft sozusagen thematisierte Problem, wir wissen zu wenig, also als Gesellschaft. Und ich glaube, es würde diese Struktur überfordern, wenn sie versuchen würde, beides gleichermaßen zu bespielen. Das ist zumindest für den Anfang. Ich glaube, da sollte man sich klar entscheiden und dann da einen Fokus setzen. Das Zweite ist, die Erfahrung dieses Netzwerkes, daran teilzuhaben, das sollte etwas sein, was ein Freiraum ist für die beteiligten Personen. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das hinbekommt, dass das also bedeutet, man kommt aus dem zum Beispiel wissenschaftlichen Alltagstrott für einen Moment raus. Das muss das ermöglichen. Und der dritte Punkt ist, das klang jetzt hier ein paar Mal so an, ich glaube, so ein Netzwerk braucht einen Ort. Und zwar also einen markierbaren, begehbaren Ort, wo man sich trifft. Also das geht vielleicht so ein bisschen in die Richtung der Ressourcen, der administrativen Ausstattung und dergleichen mehr. Und ich glaube, es braucht diesen Ort, wo Austausch tatsächlich konkret stattfindet, nicht nur im hybrid-virtuellen Raum. Und das wären so die drei Punkte, die ich glaube, die wichtig wären und die dazu beitragen könnten, dass das Netzwerk ein wirklich großer Erfolg wird, der es ja werden soll.
Ganz, ganz herzlichen Dank. Eines muss ich gestehen, weiß ich jetzt schon ganz sicher. Solche Runden, wo Menschen auf das Netzwerk gucken und in ebenso zugewandter wie kritisch analysierender Art und Weise Ratschläge geben und Entscheidungen anmahnen, das brauchen wir immer wieder und weiter. Also ich kann Ihnen jetzt schon versprechen, Sie werden wieder eingeladen und wir wiederholen diese Runde und blicken dann vielleicht nach einem Jahr darauf, was im Jahr 2023 passiert ist. Zweitens, ja, der Ort, das ist, glaube ich, deutlich. Solange der Ort noch nicht Kiew und Lemberg sein kann, ist er BBAW, also Berlin und Potsdam. Das ist, gehört zu dem Engagement, was wir hier durchführen. Und Sie haben das, glaube ich, völlig richtig beschrieben. Akademie heißt Freiheit. Also, und weil wir im Besitz dieses ganz großartigen Privilegs sind, möchten wir es weitergeben und ausbreiten. Also eben nicht patronisierend in Richtungen drängen, sondern dieses Geschenk anderen weitervermitteln, damit sie es dann auch teilen. Und schließlich ist, glaube ich, heute auch noch mal ganz deutlich geworden, wie ein solches Netzwerk als Tauschplatz eine Reihe von präzisen Aufgaben hat und eben auch nicht alles machen kann, sondern im Netzwerk der gegenwärtigen vielen Initiativen, die es gibt, am besten als Teil dieses Netzwerks, als ein Knoten seinen Platz findet. Und insofern freut mich so ungeheuer, dass wir diesen Tag in dieser Struktur ja hatten, als viele da waren, die auch Knotenpunkte dieses Netzwerks repräsentieren und sich das Netzwerk sozusagen nicht nur virtuell, sondern hybrid mit Kiew und anderen Orten heute mal schon gezeigt hat. Und im nächsten Jahr geht es weiter. Die Pause der Festtage, für die ich Ihnen alles, alles Gute, Gesundheit und was man nur wünschen kann, wünsche, werden wir zum vertieften Nachdenken und Bilanzieren nutzen. Und dann geht es ab Januar weiter. Sie werden davon hören. Vielen Dank, dass Sie da waren. Wir machen weiter und danken für alle Unterstützung. Schönen Abend.